Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Bitte begeben Sie sich zu Ihren Plätzen und schalten Sie Ihre Handys aus. Foto- und Videoaufnahmen sind während der Veranstaltung aus urheberrechtlichen Gründen leider nicht gestattet. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Und damit willkommen zu einem unangekündigten und spätabendlichen Corona-Sebastian PvP-Stream. Livestream zwei hier Krankheiten auf Twitch. In einem Stream. Ja, genau, und die stehen gerade auch in der Bauchbinde. mit mir, dem Sebastian, und mit dabei habe ich unsere beutigen Bombenexperten Christian und Fabian, die sich durch Anwesenheit dazu qualifiziert haben, jetzt mit mir eine Bombe zu entschärfen. Aber immerhin, die hocken am sicheren Ende der Bombe, nämlich weit, weit weg, und müssen jetzt gleich erklären, wie denn bitteschön die Bombe, die gleich nur ich sehen werde und ihr im Stream, die denn zu entschärfen habe. Und ich begrüße euch beide erstmal. Hallo. Hallöchen. Hi. So. Ich bin jetzt kein vollkommener Neuling für Keep Talking and Nobody Explodes, weil wir haben es auch schon mal auf dem Kanal gehabt, nur da war ich am sicheren Ende der Bombe. Das bin ich dieses Mal nicht. Nächstes Mal haben sie mich reingeschickt. Ja, aber dafür habe ich gleich doppelte Kompetenz. Hoffentlich. Und wir sind auch da. Ich sag ja, wie ich da Bauchbinde stehen hatte, haben sich durch Anwesenheit dazu qualifiziert. Ja, this is a local multiplayer. You are the bomb diffuse. Ja? Your friends are the experts. Diffuser is not allowed to look at the... Habe ich nicht Freunde? Vor mir. The experts are not allowed to look at the screen. Okay, ihr dürft auch nicht meinen Stream... Okay, dann mache ich den mal aus. So, weg damit. Ich ja gar kein Moderator. Muten. Einfach nur muten und weg. Nicht ganz ausmachen. Ich brauche einen Follower. Zu spät. Der Browser Scheiße. Ist schon zu... Try fun ways to keep the diffuser isolated, but within earshot of the experts. Also unser ganz neuer und ganz komischer Weg, wie wir das gemacht haben. Wir nutzen Team. Ja, das wissen wir jetzt alles schon. Ich bräuchte einmal den Manual Version 1 Verification Code. 241. Ich hab jetzt danach gesucht, aber steht ja auf Seite 1. Ja, ich war gerade auch so, hä? Was? Warte, wo? Okay, ich muss aber noch durch das Tutorial durchgehen. Cut the blue wire top middle second. Gelbe ist es. Ich wollte wirklich sagen, dass das schon gut losgeht, wenn wir beide erstmal nach dem Verification Code suchen müssen. Okay, Profis, meine Damen und Herren. Ja, ich glaube, ich hätte vielleicht mich nochmal durch das Tutorial durchklicken. Das war das Tutorial. Ich habe bessere Hintergrundmusik für uns. Nein. Es beschreibt unser Können besser. Ich will jetzt normalerweise die Facecam machen, aber leider, wenn ich Facecam dazu anmache, klingt ja auf einmal wie Mickey Maus. Also, lassen wir es. Ja, ich weiß nicht, irgendwas spackt da rum, ich weiß. Hat es heute Abend keinen Nerv dazu, das irgendwie zu überprüfen? Ich würde es mal über einen aktiven USB-Hub probieren. Okay. Aktuell hängt beides am Monitor. Ich finde gerade einfach nur diese Vorstellung genial. Man macht eine Facecam an und klingt plötzlich wie Mickey Mouse irgendwie. Ist so. Also, er klingt nicht wie Mickey Mouse, sondern einfach nur scheiße, aber. Okay. Da ist, glaube ich, irgendwo was kaputt. Ja. Ist egal. Wir entschärfen jetzt erstmal die Mikro erste Bombe. Richtig. Boah. So. Und wie ich sehe, haben wir damals mal einen Rekord aufgestellt. Wir hatten noch Time Remaining 2:54:50. Ich hoffe, das werden wir dieses Mal schlagen. Bei der ersten Bombe. Ja. The first bomb. Everybody has to start somewhere. Let's just hope it doesn't end here too. Make sure your experts have the manual and are ready to help.
Kann nicht lesen. Das, hast du das nicht gelesen? Nein, ich kann nicht lesen. Oh, das ist schlecht. Moment mal. Und du warst nochmal Bo angestellt zwischenzeitlich? Das eine schließt das andere nicht aus. Okay. Okay, ich drück mal auf Start und ich hoffe, ihr seid ready. Immer. Wer fängt an? Ich werde es gleich zuteilen. Okay. Oh Gott. Okay, Fabian? Ja. Gieß dir bitte mal den großen Knopf durch Button. Ich habe einen gelben Knopf, da drauf steht Hold. Chris? Ja. Kabel von links nach rechts. Ich habe 6 Stück. Sind da gelbe Kabel? 2 Stück. Hallo? Ja, hetz mich nicht. Wir wissen nur, dass wir ja den Rekord nicht knacken. Das war der Button. Der rote gelb, Kabel. Ne? Ja. Gelber Knopf steht Hold drauf. Kein rotes Kabel. Das letzte Kabel. Okay. Also hier steht, du sollst wirklich den Button holden und. Achso, gedrückt halten? Ja. Okay. Ich habe einen weißen Streifen neben dem Knopf. Chris, Symbole. Oh Gott. Hast du das letzte Kabel durchgeschnitten? Ja. Wenn der Countdown-Timer bei 1 ist, sollst du releasen. Okay. Hat geklappt. Gut. Symbole. Ich habe einen Smiley. Warte. Ich find's nicht. Oh. Ah, ja. Ja. Okay. Ich habe einen Smiley. Ich habe eine 6, nee, die ein bisschen... Ja, mach das echt absichtlich. Ah, jetzt hat's. Okay. Ich habe eine 6 mit einem 6 so ein bisschen eingedetscht oben. Ich habe ein Smiley. Ich habe ein umgedrehtes Fragezeichen. Und ich habe... Marciana mit einem Stock. Hä? Nochmal. Ich habe ein Smiley. Da streckt so die Zunge raus. Ich habe ein umgekehrtes Fragezeichen. Ich habe eine 6, die oben ein bisschen eingedetscht ist. Und ich habe so ein Marciana mit einem Stock, was der hält. Oder du so ein Männchen. Ein Smiley mit einer eingequetschten 6. Das. Nein, ich habe ein Smiley. Dann nächstes Symbol, eingequetschte 6. Nächstes Symbol, umgekehrtes Fragezeichen. Nächstes Symbol, Marciana mit Stock. Beschreib mir mal den Marciana etwas näher. Es ist so ein Dreieck, aus dem so 3 Striche rausgehen. Hab schon. So. Eingedetschte 6. Ja. Marciana? Ja. Fragezeichen. Okay, das war unsere Bombe. Achso, oh, scheiße. 2:12 noch übrig. Fabian, falsch? Hast du ein bisschen mitgelesen, was das für wie das Symbol-Dings da funktioniert? Also ja, so halb. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es quasi die Anfang, die Mitte und die Ende, hattest du jetzt als Symbole von dem, was ich hier im Manual sehe. Okay, ich weiß ich nicht. Ich die dritte sehe von das. Rechts, die Kalem habe ich vorgelegt. Genau, ich beschreibe da quasi immer so die Symbole und du musst gucken, welche Spalte es ist und dann musst du halt von oben nach unten mir hat die Dinger nennen. Hat das jetzt gestimmt? Ja, bisschen durch. Okay. Gott sei Dank. Muss man dir quasi von oben nach unten die Reihenfolge durchgeben, damit du es richtig drückst. Okay. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ja. Ja. Alright. Gut. Something old, something new. When did seeing a familiar... Was? When did seeing a familiar bomb become comforting? No matter. This bomb will only be half comforting. Genauso comforting wie mein Englisch aussprechen. Wie lange haben wir Zeit? 5 Minuten. Passt. Okay. Symbole und Fabian? Ja. Simon Says. Symbole. Sag an. Okay. Absatzzeichen, Smiley, Marciana und so ein P, umgekehrtes P mit so einem Strich da irgendwie durch.
Ja, falsches B. Okay. Okay, dann kommt als allererstes der Smiley. Jo, ist falsch. Hä? Ah, ja, stimmt. Fabi, du darfst ruhig dazwischen grätschen. Ja. Sag mal, verstehe ich das richtig? Bei dir müsste einer von den vier Buttons schon... Genau. Okay. Also bei mir blinkt welcher blau, Mann? Wir haben einen Fehler. Da musst du noch wissen, ob ich ein Vokal habe oder sowas. Achso, Chris, ich habe immer noch mal, ich habe Smiley, ich habe ein P, also so ein halt so ein Absatzzeichen wie ein Word. Marciana und ein umgekehrtes P mit so einem Strich durch. Ein bisschen Harry Potter-like. Ja, ich muss wirklich noch wissen, ob in der Seriennummer ein Vokal ist oder nicht. A ist ein Vokal, ja. Ein Fehler. Ein Vokal, dann blau hast du gesagt, ne? Ja. Dann müsstest du grün drücken. Okay. Wenn ich das richtig es verstanden habe. Blau, grün. Ja. Blinkt. Blue Flash, also grün. Nee, blau, grün blinkt. Ich brauche es Ansage für grün. Also, blau. Also, okay. Okay. Also, das geht quasi. Ja, ja, ich hab's verstanden. Ah, okay. Hat das jetzt geklappt oder habe ich es jetzt ja, nicht? Ja, jetzt habe ich blau, grün, grün, rot. Darf ich der Ball? Ja. Ja, klar. Absatz? Ja. Falsches B? Ja. Marciana? Ja. Smiley. Danke. Normale Kabel, Chris. 5 Stück. Brauch jetzt was ist rot? Fabian? Gelb. Achso, immer umgekehrt, okay. Welche Farbe hat das letzte Kabel? Schwarz. Jetzt brauchst du von gelb aus gesehen, oder? Nee. Letzte Entschärft. Stelle der Seriennummer? Letzte Stelle der Seriennummer ist 9. Odd ist gerade, oder? Odd ist ungerade. Okay, dann das vierte. Entschärft. Das war's. 1:08 hat man noch. Bei dem Simon Says sag ich dir am liebsten einfach immer, was blinkt und du sagst mir dann einfach, was ich drücken muss. Das wäre mir am liebsten. Also gerade eben habe ich es mir zusammenreimen können, aber es war irgendwie... Ja, ich habe noch nicht ganz gehofft, dass da gleich eine ganze Reihe draus wird, beziehungsweise wie das... Okay, genau das Simon Says ist es. Gut. Double your money, wir haben es entschärft bekommen. Double your money, the task is clear, but the timer doesn't care about your workload. 6 Module, 5 Minuten, 3 Fehler. Subi. Achso, Suppi war das. Ja. Ich hab Seppi verstanden. Achso, wow. Dann halt gefragt, okay. Ach du Schande, okay. Fabi, Knöpfe. Knöpfe? Ja. Also ein großer Knopf oder mehrere? Ich hab zwei große Knöpfe. Okay. Chris. Kabel. Ja. 6 Stück. Gelbe Kabel dabei? 1. Fabian, blauer Knopf, Abort. Okay, damit kann ich arbeiten. Ja, also ein weißes? Nein. Keine roten Kabel? Keine roten Kabel. Das letzte. Welche Farbe hat der Streifen? Hab noch nichts gedrückt. Also ja, dann halte mal bitte. Okay, blau. Wenn der Timer bei 4 ist, loslassen. Okay. Ich habe noch einen Knopf, der ist gelb und Press. Ich habe noch mal 6 Kabel. Ist ein gelbes dabei? Ja, 2. Rote Kabel? 1. Vierte.
Sorry, ja, sag. Okay, ja. Den gelben Button holden, also halten. Okay, gelb. Und dann, welche Farbe hat der Streifen? Gelb. Also gelb, bei Countdown-Timer 5 loslassen. Okay, das dauert jetzt kurz. Symbole, haben wir noch zweimal. Nee. Okay. Ich gebe euch jetzt beiden einfach mal eine Symbolkombination. Machst Chris? Du die erste, Fabian? Oder ich mach's erste. Ja, Chris, machst du die erste. Ja. Lambda, C umgekehrt mit einem Punkt, Marciana und Illuminati, also so ein A mit einem T. Inne drin. Barbie, ja. Miley, ausgemalter Stern, drei, so ein Teufelsdrei mit so Öhrchen und so einem Teufelsschwanz und umgekehrtes P, so Harry Potter-mäßig P. P mit einem T. Was ist ein Lambda? Half-Life-Zeichen. Ah, danke. Damit kann ich was anfangen. Wenn ihr noch Informationen braucht. Kannst du meins nochmal sagen? Ich bin gerade irgendwie. Okay. Fabian, deins war Teufelsdrei. Miley. Das ist eine Teufelsdrei. So, das ist eine 3, die hat oben, also oben beim ersten Strich quasi, bei der 3 hat sie so zwei, wie so zwei Öhrchen. Und dann hat sie halt noch so einen vierten Bauch, der aber in so einen dritten Bauch meine ich, der halt in die andere Richtung geht. Das ist so wie so, wenn einer eine 3 geschrieben hätte und dann halt irgendwie nochmal einen vierten Bauch mal gezeichnet hätte. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Okay. Okay. Ja. Marciana? Nein! Ja. Falsch. Ach, Verzeih. Illuminati. Ja. Lambda. Ja. Marciana. Okay, das ist durch. Fabi? Okay, warte, also Teufelsdrei war das? Miley? Ausgemalter Stern und Harry Potter P. Also das okay. Umgekehrtes. Dann den Smiley. Okay. Das P. Ja. Die Teufelsdrei. Okay, entschärft. Und den. Okay. Es sind nur 4 Symbole. Das vierte ist dann logischerweise das letzte. Eine Minute 18 hat man noch. Einen Fehler haben wir begangen. Die Teufelsdrei hat mich voll verwirrt. Ich war die ganze Zeit so, was? Ich habe die aber auch jetzt auch durchgehend mitgesucht. Ja. Okay, dann. Die ist aber auch schon nur in einer Reihe drin. Ja, yeah, ja. Yeah. Die ist nur in einer Reihe. Und ich habe alles Mögliche mir schon anguckt. Und, hä? Also wenn du irgendwo eine Teufelsdrei hast, dann sag einfach nur Teufelsdrei. Dann wissen wir nämlich schon mal, welche Spalte. Ja. Okay. Alles klar, okay. One step up. For those who have made it this far and want something tougher, but not too tough. 4 Module, 3 Strikes, 5 Minuten. Arscht. Alles klar. Fabian Simon Says. Chris Kabel. Ja, nein, Symbole. Welche okay. Symbole? Normales. Moment. Ja, ich mache jetzt erstmal kurz die Symbole. Copyright-Zeichen, Lambda, eine 3, wo einer nicht richtig fertig geschrieben hat. Und, was sind denn das? Das ist wie so ein W mit so einem Auge oben drüber. W mit einem Komma und einem Auge ja, genau. Drüber. Ja, das ist einfach. Das okay. Kann das er gibt's eigentlich. Auch nur. Das gibt's nur einmal, das kannst du eigentlich gleich fertig machen. Ja, dann haben wir Copyright-Zeichen. Ja. Der W. Okay. Der 3. Okay, gut. Half-Life. Dann Kabel, 3 Stück. Ja, Fabian, Simon Says, rot. Aha. Brauchst du noch was von mir? Vokal in der Seriennummer? Ja. Ja, und du hast keine Fehler. Keine Fehler. Dann blau. Okay. Hast du rote Kabel? Warte mal kurz, rot-rot, also blau-blau. Rot-blau-blau. Okay, rot-rot-rot-blau-blau-blau. Okay, entschärft. ich nenn's mal Memory. Ich hab oben eine 1 im Display und hab unten drunter 4 Zahlen. Hast du ein rotes Kabel? Nein. Zweites Kabel. Okay. Jetzt haben wir nur noch das Memory-Ding. Mhm. Oh, ich habe oben eine 1 im Display. Da musst du mitschreiben, das weiß ich noch.
Ich warte, was muss ich drücken? Ja, was warte, ist da? Eins. Ich habe eine Eins oben im Display, ja. Den zweiten Button, wenn ich das hier richtig verstehe, oder? Okay, zweiter Button. Ja. Zweite Position, Label 4. Müsst euch mitschreiben, das weiß ich noch. Ich blick da nicht durch. Okay. Oben habe ich wieder eine 1. Drücken. Also wieder den zweiten. Nein, ich habe jetzt oben eine 1. Achso, das ist oben eine 1 wieder. Ja, ich sage nur zweite Position, Label 4. Habe ich dir nur gesagt, okay. Das stand da auf dem Ding, auf dem Knopf. Also ich habe jetzt wieder eine 1 oben im Display. Dann musst du den Button drücken, der da labeled 4 ist. Tatsächlich, wenn ich das richtig verstehe. Okay, dritte Position, 4. Ich habe oben eine 3. Du hast eine... Der Button in the third position, oder? Third oder fourth? Ja, third, dritte. Also der dritte. Okay, dritte Position, 3. Ich habe eine 1. Du hast eine 1. Same as in step 1. Ja, also das war der zweite Button. Okay, zweite Position, 2. Ich hab eine 2. Same as stage 2. Das war die dritte Position, wenn ich es richtig mitgeschrieben habe. Dritte Position? Okay, war falsch. Scheiße. Wir müssen von vorne beginnen, oh fuck. Warum ist eine 2? Second Position. Oh, ja. Second Position. Zweite Position, 4. Ich habe oben eine 1. Zweite Position. Zweite Position. Zweite Position, 2. Falsch. Scheiße. Ja, wir sind ganz unten. Erste Stage wieder. Wir haben alles verloren. Ja? Okay. Oben ist eine 4. Oben ist eine. Schaffen wir niemals immer. Wir werden explodieren. Die vierte Position drücken. Okay, vierte Position, 4. Oben ist eine 3. Erste Position. Erste Position, 2. 5, 4, 3, 2, 1. Vierte Position. Wir sind tot. Oder ich bin tot. Guten Abend, willkommen bei der Tagesschau. Also, cause of explosion, time ran out. Okay, das machen wir nochmal. Was sagst du da eigentlich immer? Du sagst immer zweite Position und dann eine Zahl. Ist das die Zahl, die bei dir auf diesem Button steht? Ja, ist es. Ist die überhaupt relevant? Ja. Okay. Fabian, die Simons. Ist doch null relevant. Oder haben sie das geändert? Ich verstehe jetzt auch so, dass, weil hier wird immer nur angezeigt, if the display is bla bla bla, press, ne. Ja eben, also press, aber gibt's auch Position oder gibt's labeled? Hier gibt's Positions und labeled normalerweise, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mich interessiert nur, was das Display anzeigt. Genau. Nein, also oben steht dann halt, Display steht eine Zahl und dann müsste ich ja weitermachen, wie ihr mir das sagt. Da gibt's so 4 Auswahlmöglichkeiten immer, je nachdem, was halt drin steht. Und ja, da stand da drin normalerweise Position. Dann oder steht Button Stage labeled. 1, if the display is 1, press the button in the second position. If the display is 2, press okay, the button in the second position. Aber schau mal weiter runter. Da steht dann nämlich teilweise auch sowas, Button labeled. Same label, you press in Stage 1. Genau. Oder Stage 2. Das ist ja irrelevant. Wir schreiben uns auf, was du drückt hast in der jeweiligen Stage. Und wir sagen dir dann, welche Position oder Zahl du drückst. Du sagst uns eigentlich bloß, was das Display anzeigt. Okay, aber ich muss euch nicht sagen, was auf dem Knopf drauf stand, auf den ich da gedrückt habe. Das kannst du schon machen. Ja, das sage ich nämlich immer dran. Lest dir mal die Stage 5 durch. Ich glaube, Sebastian hat recht. Ja, also sag uns das, was du gedrückt hast, auch noch. Okay, ich sag euch immer, ich sag eine 4 am Display, dann sagt ihr mir, was ich jeweils drücken soll. Dann sag ich, und dann sag ich immer, zweite, x-te Position und dann der Wert, wo drauf stand. Können wir uns darauf einigen?
Also jetzt zum Beispiel, okay, ich muss den Knopf in der dritten Position drücken. Dann sage ich dritte Position 4, wenn da eine 4 draufsteht. Also müssen wir uns quasi immer aufschreiben, die Position und das Label in jeder genau Runde. Okay. Genau. Oh, es ist umständlich. Es ist die Bombe. Ja. So, ich starte mal neu. Okay, Fabian, Simon, Says, Chris, Knöpfe. Symbole. Hau rein. Okay, eingedetschte 6. So eine X mit einem I drin. Marciana, umgekehrtes P. Und Fabian, grün blinkt. Ich habe keinen Vokal. Keinen Vokal und keinen Fehler? Ja. Dann darfst du grün drücken. Oh, das ist schön. Grün-blau. Gelb. Okay, grün-gelb also. Okay. Okay, das war es. Grün-blau-blau, also grün-gelb-gelb. Okay, das war einfach. Es waren immer dieselben Dinger. Dex. Fabian, Knopf, rot, detonate. Aha. Okay, 6. Falsches P. Falsches P. Marciana. Okay, gut, das ist entschärft. Ich habe oben so ein Display, da steht ein Begriff drauf und unten drunter habe ich 6 Auswahlmöglichkeiten, wo andere Begriffe draufstehen. Chris. Ach, heilig Schließle. Ja. Was steht in dem Display drin? Read. R-E-A-D. Sebastian, hast du mehr als eine Batterie auf der Bombe? Warte mal kurz. Ich habe 2 Batterien, ja. Okay, dann kurz drücken und sofort wieder loslassen. Okay, hat geklappt. Dann kannst du es mit Chris dir das durchlesen. Also auf jeden Fall musst du das in der Mitte rechts, also rechte Spalte, mittleres okay Feld. Okay, Mitte rechts reicht mir. You are ausgeschrieben. Ihr seid gerade bei diesem Texting oder wie? Ja. You are. Hast du your ohne Apostroph? Ohne Apostroph, nein. Next? Nein. Like? Ja. Okay, habe ich gedrückt, war falsch. Scheiße. Your, also you Apostroph RE. Mitte rechts. Press. Muss man da in der Tabelle dann hier diese Reihenfolge durchgeben, oder was? Genau, da musst du zu dem Begriff gehen, wo ich dann nenne, und dann musst du mir einfach sagen, was da hinten dran steht. Und das Erste, was ich dann finde, das drücke ich. Hier stehen ganz viele, also right, middle, yes, langsamer. Okay, right, also wie richtig oder so, ne? Ja, rechts, also right, habe ich nicht. Middle? Nein. Yes? Habe ich, war richtig. Okay. You are. Oben im Display. Also wieder Mitte rechts, nehme ich mal an. Nein, you are rechts unten. Rechts unten, ja. Left. Right. Weiter. Left. Okay. Read, R-E-E-D. Links unten. Your, Y-O-U-R. Uhu, U-U. Hab ich nicht. You are. Nein. Uhu. Nein. Your, ohne Apostroph. Achso, Y-O-U-R? Ja. Ja, gut. Entschafft. Oh. 32 Sekunden. Du... sag's mir einfach so in so einem Tempo, bitte, so zum Beispiel Begriff 1, Begriff 2, Begriff 3, weil ich drück dann das Erste, was ich finde. Okay.
Das wäre cool. Alright. Pick up the pace. Aber nur 3 Minuten. Ach, reading ja? This only uses up time you don't have. Chop, chop. Ja, toll. Ganz, ganz toll. RIP. Ja, RIP. Wie viele Module? 3. Kabel. Oh Gott. Und dann das, was wir gerade eben gemacht haben. Das wie viele Kabel? 6. Gelb ist dabei? Ja. Wie viele? 1. Ein weißes oder mehr? Ja. Rot ist dabei? Nein. Letztes. Schnell. Chris, Labyrinth. Oh Gott. Was kriege ich, was kriege ich, was kriege ich? Ja, das, was wir, das mit dem, was oben im Display steht und dann, was das gerade eben am Ende gemacht haben. R-E-E-D. R-E-E-D. Ja. Unten links. Okay, right. Yes. No. Was? Das letzte muss man nochmal sagen. No? Nothing. Nichts. Nothing. Okay, hab ich. Okay. Oben steht nothing im Display. Das passt. Mitte links. First. Was? First. F-I-R-S-T. Left. Okay. Gut. Hast du, okay. Oben steht lead im Display. L-E-A-D. Unten rechts. Next. What? Uhu. Uhu. Your, also Y-O-U-R. Hold. Sure. Hold habe ich. Okay. Gut, Labyrinth. Grüner, ich habe 2 grüne Punkte. See. Der erste ist erste Spalte, 5. Zeile. Und der zweite grüne Punkt ist 3. Spalte, 2. Zeile. Okay, wo bist du? Wenn ich der weiße Punkt bin, dann bin ich letzte Spalte, 2. Zeile. Wenn ich der rote Pfeil bin, bin ich erste Zeile, 2. Spalte. Du bist im Optimalfall der Pfeil. Erste Zeile, nee, erste Spalte, 2. Zeile. Nein, erste, 2. Spalte, 1. Zeile. Nochmal, sorry. Erste Zeile, 2. Spalte. Ja, noch 30 Sekunden. Wo war der rote Punkt? Der rote Punkt war da. Ich bin letzte Spalte, 2. Zeile. Okay, hoch. Ja. Links. Ja. Links. Ja. Links. Ja. Links. Durch. Alter. 13 sorry. Sekunden. Ich war gerade irgendwie Matsch im Kopf. Das ist aber auch, ich versuche da gerade auch durchzublicken bei diesem Labyrinth-Ding. Das ist gar nicht so schwer, du musst unterm Strich den weißen Pfeil zum roten Punkt führen. Mhm. Und die 2 weißen Punkte, die der Sebi sagt, sind die Anhaltspunkte, welches Labyrinth es ist. Alter, du Chris, das haben wir jetzt zum ersten Mal besser gemacht, wie wir damals beim ersten Mal. Da hatten wir nämlich noch 1 Sekunde. Jetzt hatten wir noch 13. Okay, ach, wir haben einen Lauf, würde ich sagen. Okay, a hidden message. Information can be obscured in ways that are time-consuming to decode. Ich hoffe, es kommt kein Morsecode. In the world of bomb diffusing. In the world of bomb diffusing. That's a bad thing. 5 Minuten, 3 Module, 3 Strikes. Es ist ein Morsecode dabei. Wenn es das ist, dann haben wir das immer gefickt. Bis Leben. Okay, ich sehe noch keinen Morsecode, aber ich habe es noch nicht genauer angeguckt. Nee, es wird ein Passwort. Wer will das Passwort machen? Mir gleich. Chris, dann kriegst du das Passwort. Yay. Fabian, wir machen dann wieder das, was wir gerade eben die ganze Zeit gemacht haben. Also wieder oben steht ein Begriff. Ja, dann sag mal, hau mal raus. Ich würde erstmal kurz Chris die Buchstaben geben. Also, ja, klar. Erste Begriffe. Papa, Theodor, Richard, Zank, Norbert, Uniform. Zweiter Buchstabe ist
Detlef, Charlie, Hector, Whiskey, Alpha, Sierra. Hector, Whiskey, Alpha, Sierra. Also C, nee, S. Moment, mal, es geht nur komplett durch. Whiskey, Alpha, Sierra, Delta, Charlie, Hotel. Hector, Hotel. Ja, weiter. Das waren alle der zweiten. Ja, weiter. Gibt noch den dritte, okay. Bravo, Charlie, Lima, Romeo, Echo, Norbert. November, okay. Eigentlich. Dann macht ihr weiter, ich suche dabei. Okay. Der oben im Display. T-H-E-R-E. T-H-E-R-E. Unten rechts. Wait. No. Blank. Okay. Blank war da. Okay. Dare. D-Apostroph-R-E. Sorry, ich brauche noch die vierte Zeile, ne? Okay. Uniform, Zulu, X-Ray. Zulu ist Z. Zulu ist Z, ja. X-Ray, ja. Sierra, Juliet, November. Uniform. Okay. Unten links. What? Fragezeichen. You hold. Okay, you. Okay. Das war einfach. Display im Display. Unten rechts. Your. Y-O-U-R. U-U. Was, wie? U-U. Also U-H-U-H. Zusammen oder auseinander? Auseinander. Okay, also dann U-H, ist das durch. Leerzeichen U-H. Dann ist es durch. Blauer Button detonate. Blauer Button detonate. Hast du mehr als eine Batterie? Ja. Kurz drücken, sofort wieder loslassen. Das war einfach. Oh, das Licht ist ausgegangen. Wir warten jetzt nur aufs Passwort. Ja, ja, ich brauche noch ein bisschen. Das Licht an der Bombe ist ausgegangen oder das Licht bei dir im Zimmer ist ausgegangen? Das Bombe. Licht im Spiel. Ah, okay. Scheiße. Ich habe dann diese Passwortgeschichte jetzt nicht so... im Kopf, sonst dann dich helfen. Ja, dann gebe ich dir nochmal die Buchstaben, du kannst mitgucken. Es gibt einfach nur einen festen Satz an Buchstabensalat, wo ich dann da eingeben kann. Und ich habe halt nur eine bestimmte Anzahl an Buchstaben. Mhm. Also, ich gebe dir nochmal die erste Zeile durch. Papa. Ich habe vergessen, was Themen, Dings ist. Theodor. Romeo. Zulu. November. Uniform. Der erste Buchstabe. Zweite Buchstabe habe ich Whiskey, Alpha, Sierra, Delta, Charlie, Hotel. Klingelt hier ein Wecker. Und dritter Buchstabe habe ich Bravo, Charlie, Lima, Romeo, Echo, November. Du, auch wenn du nur Teilwörter hast, wo du decoded hast, kannst du mir einfach ich sagen. Ich hab vier. Ja. Dann sag mir einfach. Dies, also T-H-E-S-E. T-H-I. T-H Emil, Siegfried Emil. Ist es. Gott sei Dank. 37 Sekunden noch. Das war wahrscheinlich auch eine richtig gemeine Kombination, wo es wahrscheinlich ganz viele gab. Richtig. Es gab nämlich alle mit T-H-E. Das ist schon mal scheiße. Bloß das S hat's dann gerissen. Alter, da waren wir beim ersten Mal aber richtig gut. Da haben wir mich noch 2 Minuten gehabt am Ende. Jetzt hatten wir nur 37 Sekunden. Da war kein Passwort drin. Und auch kein Dings drin. Ja. Nächste Bombe. Something's different. Do these wires look different to you? Does this bomb look exploded to you? 5 Minuten, 3 Module, 3 Strikes. Schrödingers Bombe. Schrödingers Bombe. Aber ich ahne, was da für Kabel kommen. Das würde ich euch dann, Chris, das würde ich dir dann einfach sofort geben. Die aufrechten Kabel. Ja, die aufrechten. Da sind keine aufrechten Kabel dabei. Ach, oder? Gott sei Dank. Okay, dann Chris, normale Kabel. Wie Fabian, viele? Simon Says. 6 Stück. Ich habe keinen Vokal. Gelbes. 2 Stück.
Was blinkt bei dir? Wie viele Fehler hast du? Kein Fehler. Wir haben gerade angefangen. Grün blinkt. Ist ein rotes dabei? Ja. Und kein Vokal, hast du gesagt, ne? Vierte Kabel. Ja. Viertes Kabel. Ist durch, okay. Kabelsequenzen. Okay. Also, wo es von links nach rechts geht und dann man hoch und runter drücken kann. Da musst du auch wieder mitschreiben, das ist so viel weiß ich noch. Wollt ihr das kurz machen oder soll ich kurz durchgeben? Mach du kannst ruhig. Durchgeben. Ich brauche grün. Okay, grün. Grün-blau. Gelb. Okay. Okay, das Hammer entschärft. Okay. Mal mir mal die Karte. Das waren halt immer wieder dieselben Dinger. Das war lustig. Du hast 1, 2, 3 und ABC, oder? Ja. Okay, mal mir die Kabel. Beschreibe sie mir. Okay, rotes Kabel auf C. Okay. Das war's. Achso, wow. Ich glaube, du musst nur schneiden oder nicht schneiden. Sagen. Cutten. Okay. Nein. Ah, hab ich gemacht. Okay, war richtig. Rotes Kabel auf A. Nicht schneiden. Nicht schneiden. Nicht schneiden. Okay. Schwarzes Kabel A. Nicht schneiden. Schwarzes Kabel B. Nicht schneiden. Falsch. Dann von vorn. Nein, also zweites rotes Kabel quasi, gesamt, was aufgetreten ist, okay. Geht auf A. Nicht schneiden. Okay. Erstes schwarze Kabel, was aufgetreten ist, geht auf A. Schneiden. Okay. Zweites schwarzes Kabel, was aufgetreten ist, geht auf B. Nicht schneiden. Okay. Das war es wieder richtig. Drittes schwarzes Kabel, was aufgetreten ist, A. Nicht schneiden. Viertes schwarzes Kabel, was aufgetreten ist, geht auf C. Schneiden. Okay. Rotes Kabel auf A. Nicht schneiden. Okay. Falsch. Scheiße, es war das dritte rote Kabel. Ja. Also schneiden. Es geht auf A. Ja. Schneiden. Okay. Blaues Kabel auf A. Nicht schneiden. Schwarzes Kabel auf B. Schneiden. Alter, geschafft. 1 Minute 20. Ich habe rausgefunden, wie ich mir das markiere. Ich markiere es mir einfach in einem Ding mit Edding. Ich habe mich, weißt du, wie mir das immer gemacht habe? Ich habe einfach nur Strich gemacht. Rot, Rot, Strich und dann wusste ich sofort. Weil ich glaube, mehr musstest du ja gar nicht wissen. Drin. Aber obwohl wir jetzt 2 Fehler gemacht haben, 1 Minute 20 noch übrig und damit weit vor unserer alten Zeit. Okay, next bomb. One giant leap. 60% of the time this bomb explodes. Was? 60% of the time this bomb explodes. This bomb explodes every time. Okay. Der Bombe fliegt oft hoch. Ja, die geht oft hoch, ja. Achso, ich habe nicht geguckt, wie lange wir haben. wir werden es gleich rausfinden. Morsen. Nein, Morsen. Soll ich Problem oder wer mag? Fabian? Ja. Bitte einmal Morsen durchlesen. Ich gebe da jetzt einfach die Kombination. Es beginnt nämlich gleich. Kurz, lang, kurz, kurz, kurz. Kurz. Kurz, lang. Warte. Lang. Kurz, kurz, kurz. Ich hab den Faden verloren. Okay. Wir machen dazwischen machen wir da Kabelsequenzen. Yay. Okay. Blau A. Warte, ich find's nicht. Da ist es. Blau A, nicht schneiden. Schwarz A. Schneiden. Okay. Blau B. Nicht schneiden. Okay. Rot C. Schneiden. Schwarz C.
Schneiden. Blau B. Schneiden. Schwarz B. Schneiden. Rot B. Schneiden. Schwarz C. Schneiden. Gut, durch. Labyrinth. Fabian, ich versuche dir sofort, weil es wieder anfängt, dir wieder da... Wo sind die Punkte? Erste Zeile, vierte Spalte. Kurz, lang, kurz, kurz, kurz. Kurz, kurz, lang. Kurz, lang, kurz, lang. Und das habe ich einen Faden verloren. Und zweiter grüner Punkt ist... Dritte Spalte, vierte Zeile. Ja, genau. Wo bist du? Wo ist der rote Punkt? Okay, ich bin letzte Zeile, vierte Spalte und roter Punkt ist erste Zeile, fünfte Spalte. Oh Göttle, da brauchen wir ein bisschen. Links? Ja. Links? Okay. Links? Lass ein bisschen schneller machen. Hoch, 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 rechts, hoch, rechts, rechts, runter, rechts, hoch. Okay, Hammer. Gelber Knopf, press. Nee. Du hattest es mir noch nicht komplett durchgegeben, ne? Ich kann es ja nicht. Nee, ich habe da nur Anfang. Ich glaube, es beginnt wieder. Kurz, lang, kurz, kurz, kurz. Kurz, lang, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, kurz. Da hat es, glaube ich, schon wieder aufgehört. Okay. Also, sorry, ich bin in Morsen absolut scheiße. Knopf halten. Ja, weiß. Farbe, weiß. Eins in irgendeiner Position. Okay, Björn, das ist weiß einfach. Jetzt haben wir nur noch Morsen. Okay. Was haben wir für Ding? Ich sag's dir wieder, sobald es wieder anfängt. Ich glaube, es beginnt jetzt wieder. Kurz, lang, kurz, kurz. Kurz. Kurz, lang. Lang, kurz, lang. Kurz, kurz, kurz. Ich glaube tatsächlich, das waren alle. Kurz, lang, kurz, kurz. Ja. Schon mal ein L. Leute, 3542 Mega. Also ja. 3542. Ja, 33 Sekunden. Was war's für ein Begriff? Leaks. Ach du Schande. Habe ich jetzt aber, nachdem ich LEA raus hatte, einfach mal geraten. Ist auch das Einzige in der Kombo. Okay. Oh je. Es ist schwierig, bei dem Morsecode mitzubekommen, wann du den Buchstaben endest. Es ist schwer mitzubekommen, wann das, ja, ich weiß, aber das Ding Morse geht so schnell durch. Schwer. Aber es geht. Okay. Gerne nochmal. No more handholding. Remember everything you've learned, because anything can appear on this bomb. Geil. Fünf Module, 5 Minuten, 3 Strikes. Oh Gott. Also, dann bist du jetzt der Morsebeauftragte, Fabian. Gott sei Dank, ja. Und du darfst gleich auch wieder ran. Ich bin ready. Langkur. Raus. Okay, nächstes Modul. 4 Kabel, normale. Mehr als ein rotes? Nein. Letztes Kabel gelb? Nein. Ein blaues Kabel? Nein. Mehr als ein Gelb? Mehr als ein Gelb? Nein. Zweites Kabel. Okay, Kabelsequenzen.
Oh nee. Ich versuche aber dann erstmal erst kurz den Anfang von dem Ding zu finden. Kurz, lang, kurz. Ja, ja. So, Achtung. Ja. Kurz, lang, kurz. Kurz. Kurz, lang. Lang, kurz, lang. Mehr geht nicht. Okay. Dann machen wir weiter. Ja, Rot B. Nicht schneiden. Blau C. Lassen. Okay. Schwarz B. Schneiden. Blau C. Schneiden. Rot A. Lassen. Schwarz A. Schneiden. Rot A. Schneiden. Rot C. Schneiden. Kurz warten, leider ist mein... Schwarz C. Lassen. Gut, dann mal das auch schon wieder. Dann Memory machen wir dann, also oben eine Zahl. Okay. Welche steht denn drin? Hier. In der vierten Position. Okay, vierte Position, 1. Okay, oben? 4. In der vierten Position? Vierte Position, 2. Zahl? Ja, vierte Position, stand eine 2 drauf. 3, was steht okay. oben? 3. Das braucht ihr mal kurz. Dritte Position. Okay, dritte Position, 1. Display. Display 3. Wenn du kannst, nochmal vielleicht den Morsecode abfangen, weil ich krieg gerade nur Scheiße raus. Okay, versuche ich dann sofort. Display 3. Vierte Position. Vierte Position 3. Display 3. Ziffer 3 drücken. Okay, einmal entschärft. Darf sich jetzt auch noch um Time Saves kümmern. Achtung. Kurz lang. Kurz. Kurz. Kurz lang. Lang. Kurz. Lang. Kurz. Kurz. Okay. Was blendet auf? Grün. Mal kurz. Ich habe an der Seriennummer... einen Vokal. Das ist a Vowel. Ja. No Strike. Grün flasht. Ja. Gelb. Okay. Grün-Gelb. Grün. Grün-Gelb blinkt. Grün. Und danach Gelb. Achso, Gelb-Grün. Gelb-Grün. Okay. Hat es gestimmt? Bisher ja. Und jetzt? Ist aktuell, haben wir es kaputt gemacht? Nee, ich hab einfach durchgedrückt. Das hat immer nur dieselben Dinger. Es ist nur noch Morsecode. Ach so. Ja, wir passt. Haben noch 35 Sekunden. Oh Gott, das wird nichts. Wie viele mögliche Kombinationen gibt's? Ja, noch drei. Bisher noch gar keine. What? Ich hab, glaube ich, irgendwas falsch mitnotiert oder so. Ich weiß es gar nicht. Weil bisher gibt es noch gar nichts von den Buchstaben, die ich rausgefunden habe. Okay, beginnt mit kurz lang. Ergeben. Kurz lang. 10 Sekunden, gib mir alles. Sorry, ich habe leider kein Wort. Das ist ein A. Jetzt habe ich einfach ein A. Ich weiß, ein bisschen explodiert. Es beginnt, wenn ich richtig mitgeschrieben habe, mit einem L. Und da gibt es eigentlich nur Leaks, aber das passt nicht, weil wir mehr Buchstaben haben schon allein. Ja, vielleicht hat er falsche Absätze gemacht. Wir hätten die 3, 5, 4, 2 einfach probieren können. Nee, das war nicht Leaks. Das kann ich dir sagen, es hat anders geblinkt. Ich bin jetzt am Business explodiert, weil ich jetzt einfach die ersten drei Kombinationen durchprobiert habe. Nachdem es zu mir hieß, wir haben keine Ahnung.
Ja, ich habe mir das nicht mitgeschrieben. Ja. Morse Code ist aber auch echt bitchy. Try again. Ja, try again, genau. Guck gerade. Oh oh. Das Passwort. Wer ist ausgetimed? Ich nicht. Okay, Fabian ist ausgetimed. Chris, okay, Passwort. Juliet, Echo. Also, mach halt Deutsch. Julia, Emil, Theodor, Hubert, Martha, Foxtrot. Weiter. Okay. Bravo, Martha, Oliver, Simon, Zacharias, Theodor. Kannst du kurz einen Fabian rufen? Sofort dritte. Oscar, Gera, Victor, Hilo, Uniform, Yankee, Y. Mach noch einen vierten und dann move ich. Hector, Romeo, November, Julia, Golf, Foxtrot. Okay. Hotel. Okay. Hä? War da wirklich ein H noch dabei? Ja. Achso, ja, das war der erste Buchstabe. Okay, danke. Fabian, Symbole. Okay. Keine Ahnung, was das gerade war, sorry. Ja, passt. Ich habe ein O mit einem Strich unten. Mhm. Ein C, das in die falsche Richtung geht, mit einem Punkt. Ein H, wo einer einen Schlaganfall bekommen hat, als er es zu Ende schreiben wollte. Und okay. So eine Harry Potter-Narbe. Okay, ich glaube, ich weiß es schon. Dein O mit Pimmel. Ja. Deine Harry Potter-Narbe. Ja. Und dein H. Okay, danke. Memory. H. Was? Dein H. Memory. Ich habe oben eine 1 im Display. Warte. Ich bin jetzt vorbeigescrollt. Ah ja. So, du hast eine 1 im Display. Okay. Dann die zweite Position. Zweite Position 2. Mhm. Und oben steht eine 4. Zweite Position. Zweite Position 4. Kann kurz Ding lösen. Ja. Ja. Found. Also F-O-U-N-D. Foxtrot. Ja, verstanden. Wieder Morsecode. Ein Passwort. Ah, okay. Okay. Dann darfst du dir die Complicated Wires angucken. Geil. Oben steht eine 2. Oben steht eine 2. Dann drückst du bitte den Button, der auf dem eine 4 steht. Okay, zweite Position 4. Das ist falsch. Was? Wir gehen wieder von vorne. Oben steht eine 4. Okay, vierte Position. Vierte Position 2. Mhm. Und oben steht eine 4. Du, wir haben noch zwei Module. Noch drei Module. Warte. Vierte Position wieder. Okay, vierte Position 2. Okay, schon wieder. 3. Dritte Position. Dritte Position 2. Mhm. Oben steht eine 3. Vierte Position. Vierte Position 2. Mhm. Oben steht eine 3. Mhm. Vierte Position. Nee, warte. Der explodieren. Der mit einer 2 gelabelt ist. Okay. Hammer, oben steht eine 2. Ich hab das nochmal. Hä, hey, was? Wie jetzt nochmal? Ich hab das Modul doppelt. Ich brauch nochmal. Oben steht eine 2. Ach so geil. Das schaffen wir nie im Leben. Das schaffen wir nicht mehr. Dann mach mal Complicated Wires. Okay, mach mal. Ja, noch 10 Sekunden. Ja, verzoll. Weiß. Muster? Nichts. Scheiße. Und wir sind draufgegangen. Ich verstehe das nicht. Look at each wire. There is an LED above the wire and a space for star symbol below.
For each wire LED symbol combination, use the Venn diagram. Genau. Es ist unten dieses Ding. Und ich sag dir immer die Parameter, wo da sind. Also wenn keine Lampe leuchtet, sage ich dir nicht Lampe. Wenn kein Stern da ist, sage ich dir nicht Stern. Verstehst du? Also ich habe da sechs, ich habe ja beliebige Anzahl Kabel. Und die haben eine Farbgebung, die haben oben entweder einen Stern, entweder eine Lampe oder einen Stern. Jo. Oder beides. Genau, und ich sag dir dann immer durch, was es hat. Also kein Stern, sage ich nicht Stern. Wenn okay. Die Lampe nicht leuchtet, sage ich nicht Lampe. Und was dann muss ich machen? Das ist quasi der Buchstabe in der Schnittmenge bei dem Diagramm, genau. Oder wie? Genau. Und nachdem richtet sich dann die Instruction. Genau. Aber das Fabian machen, sollen wir das dem Fabian zuteilen, weil da hat es verstanden. Nee, ich hol mir schnell was zu trinken. Okay. Aber du machst schon, Fabian macht schon Morsen und alles, also. Naja, Fabian ist schon gut dabei. Hier, Chris rockt die ganze Kabelkacke und so, das ist auch. Okay, dann ist Chris für Kabel zuständig und Labyrinth und du machst den Rest. Und Passwort macht er auch noch. Warte mal, ich muss mal kurz durchscrollen, was der Rest alles ist. Vielleicht überlege ich mir das nochmal. Ich suche seit 2 Tagen meinen Kasten. Jetzt weiß ich, wo er ist. Bierkasten? Nein, mit okay. Dem allgemeinen Getränkekasten. Er stand direkt hinter mir, aber es lag eine Hose drauf. Okay, wir haben wieder Morsen, aber habe ich schon den Anfang verpasst. Oh, toll. Chris, Sequenzen. Aha. Ich komme gleich. Ich. Okay, Achtung! Kurz, lang. Ich bin raus. Okay. Ich guck mal, wie weit ich komme. Okay, müsste S auf jeden Fall am Anfang sein. Okay. Rot B. Lassen. Blau A. Lassen. Okay. Blau B. Weiter. Blau A. Weiter. Rot C. Weiter. Alter, okay. Schwarz A. Schneiden. Rot A. Au weg. Blau C. Lassen. Rot C. Schneide. Rot B. Schneiden. Das war's. Passt. Labyrinth. Grüne Punkte. Warte, da ist das Labyrinth. Ja. Erste Zeile, 5. Spalte. Und 5. Spalte, 3. 5. Zeile, 3. Spalte. So. Okay, wo bist du? Ich bin erste Spalte, 2. Zeile. Jo. Und der rote Punkt ist in dem unteren grünen Ding. Also dritte Spalte, 2. Genau, 5. Zeile. 5. Zeile. Okay, runter. Ja. Runter, rechts. Ja. Runter, links. Runter, rechts. Rechts, rechts. Hoch, hoch. Moment. Links, runter. Hoch, hoch, links, runter. Jo. Bisschen langsamer das dann doch machen. Okay, Hammer. Okay. 3522 Megahertz. 3523. Jo, entschärft. Simon Says, blau blinkt. Kein Fehler. Ich habe einen Vokal. Chris, oben im Display steht okay. Rot. Okay, ich darf rote drücken. Rechts oben. Warte, machen wir Simon Says fertig. Grün. Blau, blau, grün. Gelb. Also rot, rot, gelb. Blau, blau, grün ist rot, rot, gelb. Ja. Okay, entschärft. War mir gerade unsicher. Blank. Weit. Right. Okay. Okay, right. Oben im Display steht Says.
S-A-Y-S. Rechts unten. Blank. Wait. Right. Okay. Warte. Okay. Oben steht LED. Mitte links. Next. Scheiße. Wo ist es denn? Ja, wo ist er denn? Da ist er ja. Wort mit Fragezeichen. Okay. Entschärft. 1 Minute 14. Yes. Easy. Beim dritten Mal. Und das trotz Morsen. Ja, das Morsen ging tatsächlich. Ich wollte euch nur nicht dazwischen reden die ganze Zeit. Auch wenn der vierte Buchstabe falsch war, aber für die ersten drei gab es nur ein mögliches Wort. Deswegen war das ziemlich easy dann. Okay. Hallo Schwarzschaf. Vielen Dank fürs noch reinschalten. Hallo Schwarzschaf. Guten Abend. Pick up the pace 2 ist jetzt dran. Okay. Hey, du darfst... Reading this only uses time you don't have. 2 Minuten 30. 5 Module, 3 Strikes. 2 Minuten 30, das wird lustig. Ich glaube, ich gehe noch ein paar Mal drauf. Hast du eine Lebensversicherung? Ich kenne ja. Den Regierungsvertreter. Okay, Chris, normale Kabel. Wie viele? 5 Stück. Fabian, Button Detonate. In letztes, blau. Letztes Kabel schwarz? Nein. Hast du mehr als eine Batterie? Rotes? 3 rote. Und mehr als eine Batterie. Kurz keine schwarzen Kabel loslassen. Wir drücken und sofort wieder loslassen, war das? Ja. Okay. Button gelb Detonate. Keine schwarzen Kabel? Sehe ich gerade nicht, Licht ist aus. Ah, blöd. Theoretisch wieder selbes Prozedere. Kurz drücken, sofort wieder loslassen. Okay, dann ist es. Oben steht Red im Display und keine schwarzen Kabel. Dann das zweite Kabel. Okay, dann habe ich nochmal 5 Kabel. Cool. Schwarz? Nein. Letztes Kabel schwarz? Nein. Genau ein rotes? Ja. Mehr als ein gelbes? Nein. Überhaupt keine schwarzen? Ja. Zweites. Oh, das wollte ich gar nicht. Okay, durch. Red oben im Display. Hallo? Mitte rechts. Okay, UR. Dann U. Okay, Hammer. Oben steht REED. Unten links. Left. Right. Left. Okay, Hammer. First. Dare. Mit Apostroph. Unten links. Wait. U-H-H-H. No. Blank. No. Okay. Ey, easy. Noch 37 Sekunden. Was? Das war's schon? Das war's schon. Ich hab gar nichts gemacht diese Runde. Was ist ja, los? Ich hab ja dreimal gesagt, Red steht im Display. Hä? Ich habe auch erst beim fünften Mal angesprungen, weil ich mir dachte, ja, okay, dann ist es halt an mich. Ich hab das erst mitbekommen, als Chris das übernommen hat. Ich habe das davor gar nicht gehört. Ich habe mich schon so gewundert, ich krieg gar nichts mehr. Hä? Sind die Kabel jetzt echt schon das Letzte? Nein. Nee, die Kabel sind nicht das Letzte. Morsen ist das Letzte. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich dachte ich, mit Red meinst du die Farbe vom Kabel oder irgend so ein Scheiß. Wahrscheinlich habe ich das einfach nicht geschalten. Sorry. Je, continue. Du bist ja schon im Feierabendmodus und Sebastian ja, hängt definitiv. No room for error. 5 Minuten, 5 Module, 1 Strike. Yay. Werden wir auf jeden Fall schaffen. Jetzt kommt da irgendwas Neues, was ich nicht kenne. Hast du irgendwas, irgendeine Bauchbinde gerade eingeblendet? Ja. Sechs Kabel, Chris, normale und Memory. Hast du gelbe Kabel? Ja.
Exakt ein gelbes? Ja. Mehr als ein weißes? Nein. Hast du ein rotes? Ja. Vierte. Okay, gut. Ich hab nochmal Kabel. Wieder 6 Stück. Gelb? Ja. Wie viele? 1. Mehr als ein weißes? Nein. Rot? Ja. Viertes Kabel. Dann Chris, darfst du gleich zu den Symbolen. Yay. Oben steht eine 3. Was? Nee, das war jetzt, glaube ich, für mich. Das war ja, für Fabian. Dritte Position. Okay, dritte Position, 4. Aha. 2 oben im Display. Dritte Position. Dritte Position, 2. Mhm. 1 im Display. Der Button mit dem Label 2. Erste Position, 2. Na, 1. Dritte Position. Dritte Position, 4. Mhm. Na, 1. Der Button mit der 4. Okay, dann haben wir's. Oben steht Dare im Display. D-T-H-E-I-R. Symbole, ja, Symbole. Kronleuchter. C richtig rum mit einem Punkt. Teufels 3. Und Harry Potter P. Und das ist die Mitte rechts. Left. Right. Left. Warte, first. Right ist da. Okay. R-E-E-D. R-E-E-D. Unten links. Like. Was ist denn bei dir ein Harry Potter P? Umgedrehtes P mit so einem T drin. Ah. Your, also Y-O-U-R-E. Nein. Next. U, also einfach nur ein U. U-R, also ne, U-R. Okay, das hat man. Okay. R-E-E-D wieder. Also unten right steht da. Okay, right. Yes. Nothing. Ready. Okay, nothing. Okay. Wir sind durch. Kronleuchter. Falsches B. D mit Punkt. Teufels 3. 1 Minute 53. Alter! Langsam sind wir durch, sind wir eingespielt. Ich hoffe, Schwarzschaf gefällt die Unterhaltung am heutigen Abend, auch wenn die nur aus Kommandos besteht. Ich bin gerade voll, mein Blutdruck ist gleich bei 200. Ja, und wir haben das anscheinend nicht mehr geschafft, diese Bombe im Stream. Oh. Okay, gut. Mir gefällt Schwarzschaf, das ist toll. Sehr gut. 8 Minutes ist die nächste. 8 Modules, 8 Minutes, take your time, relax. Note, never relax when defusing a bomb. Ja, ich wollte gerade sagen, relax. Relax. Let's go. Wollen wir mal. Okay, Passport sehe ich schon und wir machen erstmal zwei Passwörter gleich. Ach du Scheiße. Okay. Und Morsen. Lustig. Yay. Morse-Experte. Chris. Nee, machen wir erst Morsen. Achtung, Morsen. Lang. Kurz, lang. Kurz, kurz. Kurz, kurz. Lang, kurz, kurz, lang. Bin raus. Okay. Schau mal, wer ich komme. Gut, dann Passwörter. Machen wir das Passwörter an. Okay. Lima. Uniform, Echo, Y, Papa, Charlie. Zweiter Buchstabe ist Hotel, Oma, Delta, Quebec, Whisky, Romeo. Dritter Buchstabe ist India, Kilo. Was, Quebec. Kilo?
Kilo. Ah. Quebec. Quebec. Also okay. Q. Lima, Victor, Foxtrot. Machen wir einen vierten noch. Okay. Hector, Theodor, Delta, Martha, Zulu, November. Okay. Kann ich dir gleich das zweite, die zweite Passwortkombination auch geben, dass du suchen kannst? Auch hau rein. Okay. Erste Buchstabe von zweiten. Kilo, Quebec, Golf, Zulu, Papa, Sierra. Zweiter Buchstabe vom zweiten Passwort ist Romeo, X-Ray, Alpha, Julia, Oma, Delta, Romeo. Jo. Dritter Buchstabe ist Foxtrot, Y, India, Delta, Whisky, Bravo, Foxtrot. Okay. Vierter Buchstabe ist Foxtrot, November, India, Hector, Uniform, Oma und Foxtrot. Okay, passt. Danke. Okay. Hab mir selbst überlegt, das Spiel zu kaufen für PS4, VR, aber mein Bruder kann kein Englisch, beziehungsweise lernt es erst. Mittlerweile gibt es auch ein deutsches Handbuch. Das heißt, das ist nicht mein. Doch, gibt es anscheinend echt schon. Nö, oder es gibt ein Fanbased deutsches. Also, okay. Kannst du mir den Morsecode vielleicht nochmal durchgeben, weil ich. Ja. Sobald es wieder anfängt. Ich würde auch nochmal sicher gehen. Alles klar. Wir müssen halt kurz warten, bis es durch ist. Alles gut. Es gibt nur gerade so viel. Achtung! Ja. Lang. Kurz, lang, kurz. Kurz, kurz. Lang, kurz, lang. Aus. Okay. Blöd. Wir haben noch ein paar Module außerdem. Okay, aber es bestätigt, glaube ich, meine Theorie. 3532 Megahertz. Jo, hat gepasst. Erstes Passwort ist Point. Point. Button gleich. Blau. Weiß gerade nicht mehr. Nur blau, kein Text, gar nichts. Doch, ein Text gibt's auch. Point war richtig. Press. Mhm. Okay. Okay, scheint kompliziert zu sein. Ich muss ich gerade nochmal lesen. Okay. Take your time. Wir haben noch 4 Minuten. Halt ihn mal, nicht loslassen, nur halten. Ja, gelb. Und, Timer bei 5. Okay, sorry, das ist kurz. Simon Says, gelb blinkt. Kein Fehler bisher. Zweite Passwort ist auch Point. Okay. Und ich habe einen. Ich habe 2 Vokale in der. Links. Okay. Und gelb war es, ne? Ja. Gib erstmal das Passwort ein. Jo, gut. Grün. Grün. Ist normale Kabel. Viele. Wie viele? Blau. Ich weiß nicht an dich, Chris. Grün, grün, blau. Grün, grün, blau, dann als nächstes rot, wenn ich das richtig sehe. Okay, das war schon mal falsch. Was? Dann mach du, gib du mal vielleicht Chris durch, dann kann der schon mal weiterarbeiten. Okay. Kabel? 4 Kabel. Mehr als ein rotes? Nein, gar kein rotes. Letztes Kabel gelb? Nein. Genau, ein blaues? Ja. Erstes Kabel. Okay. Dann Symbole. Hey. Achso, dann gleich. Gib dir mal Symbole durch. Lambda, nicht ausgemalter Stern, CL oder so ein Walt Disney-Ding und Copyright. Okay, wir haben 1 Strike mittlerweile. Es blinkt gelb, gelb, blau.
Gelb, gelb, blau. Das wäre dann rot, rot, grün. Okay. Gelb, gelb, blau, grün. Rot, rot, grün, blau. Gelb, gelb. Moment, das muss ich raus. Gelb, gelb, blau, grün, blau. Gelb, gelb, blau, grün, blau. Das wäre dann rot, rot, grün, blau, grün. Okay, das haben wir. Ach du Scheiße, das schaffen wir nicht mehr, aber. Umstehender 1. Ja. Lambda-Stern. Okay. Oben steht eine 1. Ach du Heiliger. 20 Sekunden, never ever. Erste Position. Okay, erste Position 3. War falsch. Heavy war schon falsch, was? War falsch! Du hast gesagt, oben steht eine 1. Ja, hab ich gesagt. Ach scheiße, in der zweiten Position. Wir sind draufgegangen. Alter, wir waren so gut, hatten so früh das Ding und dann hat mich das Simon Says rausgebracht. Ja. Das ist aber fies, weil bei Stage 1 ist ja bei der 2 die 2 drücken, bei der 3 die 3 drücken, bei der 4 die 4 drücken, aber bei der 1 musst du auch die 2 drücken. Deswegen habe ich jetzt aus Reflex 1 gesagt gehabt. Okay, wir retryen schon mal. Ja, das. Ich sehe kein Morsecode. Ach du Schande. Ach man, no. Ich sehe nicht mein Passwort. Knopf, gelb, hold, Chris, Kabelsequenzen. Yes, hau rein. Blau, C. Lassen. Schwarz, B. Schneiden. Blau, C. Schneiden. Rot, A. Lassen. Rot, B. Nein. Schwarz B. Lassen. Schwarz A. Lassen. Rot C. Lassen. Blau B. Schneiden. Okay, dann ist das schon mal durch. Wir haben das nochmal. Fabian, was Neues? Das war gelber Button ohne Text, ne? Gelber Button Hold. H-O-L-D. Hold. Warte genau kurz das bis. Machen, holden. Okay. Rot. Bis das mal bei 1 steht. Okay. Haben wir das gerade Glück gehabt. Wow. Nochmal Kabelsequenzen. Fabian, oben steht nothing. Oben steht nothing. Okay. Rot B. Lassen. Blau B. Schneiden. Blau B. Lassen. Blau B. Schneiden. Schwarz A. Schneiden. Blau B. Lassen. Schwarz B. Lassen. Schwarz C. Lassen. Schwarz A. Schneiden. Rot B. Schneiden. Okay, dann war es das. Complicated Wires. Oh, nee. Wollt ihr weitermachen, oder? Nee, mach du mal. Nothing? Genau, Nothing war, Gott, jetzt habe ich es gerade wieder aus den Augen verloren. Mitte links. Wait. U mit 3H. No. Okay. Blank. Okay. Oben yes. Steht okay. Ah, oben steht okay. Chris, erstes Kabel. Chris, erstes Kabel, rot-weiß Lampe. Und was war's? Oben rechts. Right. Yes, nothing. Ready. Okay. Hast du schon? Oben steht nichts. Also es ist einfach ein leeres Display. Unten links. U.
Mit Y-O, schätze ich. Dann ja. Sure. Was? You sure? Are sure. S-U-R-E. Okay. You are auseinandergeschrieben. Genau, you are auseinandergeschrieben. Okay, dann sind wir da durch. Für dich gleich normale Symbole. Mhm. Das ist Rot-Weiß-Lampe. Rot-Weiß-Lampe. Ich gebe dir schon mal die Symbole. Mhm. Harry Potter, Marsianer, Lambda und AT. Also A mit einem T innen drin. Dann auch irgendein Indiz? Nö, ich habe nur Rot-Weiß-Lampe. Fabian, wenn du es hast, darfst du reingrätschen. Ja. Okay, ich glaube. Wenn du es gerade nicht blickst, Chris, wir haben noch Labyrinth und normale Kabel. Warte. See Appendix B for Battery Identification Reference. Ich habe 4 Batterien. Fabian? Das A mit dem T. Okay. Das Lambda? Ja. Der Marsianer. Okay, Marsianer war falsch. War erst Harry Potter. Was? Hä? Ach, du meintest die Harry Potter... Narbe. Kabel schneiden. Ah, okay. Okay, Kabel schneiden. Okay. Blau-Weiß. Ohne alles. Ohne alles. Fabian, normale Kabel. Mal anschauen. Mhm. Letztes Nummer der, Verien, der Seriennummer? 1. Also ungerade. Ja. Nicht schneiden. Okay. Rot-Blau-Lampe. Okay, ich habe mir Kabel durchgelesen. Schon mal. Okay, 6 Kabel. Okay, 6 Kabel. Hat das Ding Parallelport? Ja. Dann schneiden. Okay, mein Parallelport war kein Parallelport. Okay. Weißstern. Hast du was Gelbes? Nein. Hat das letzte Zeichen deiner Seriennummer ist die ungerade? Ja. Dann das dritte Wirecutten. Okay, dann ist es durch. Da haben wir jetzt nur noch Labyrinth. See Appendix C for Port Identification Reference. Ja. Okay, Fabian, schau dir mal bitte auch mal Labyrinth an. Schneiden. Ja. Schneiden. Okay. Schneiden, okay. Rotstern. Okay, warte mal kurz, muss sein. Ja, Rotstern musste ich machen. Nur noch Labyrinth. Schneiden. Ich bin durch. Achso. Grüne Punkte sind erste Zeile, vierte Spalte und vierte Spalte, dritte Zeile. Ich bin an erste Zeile, fünfte Spalte und roter Punkt ist fünfte Spalte, dritte Zeile. Rechts, runter, runter. Und dann links? Hä? Muss noch ein. Fünfte Spalte, dritte Zeile, hast du gesagt? Ja. Ah, nochmal runter? Ja. Links, hoch. 6 Sekunden! Oh, ich habe mir den falsch eingezeichnet, den roten Punkt. Oh. Ich weiß, ich stand dann so gerade so, ich wollte auch nicht einfach nach links gehen, weil wir hatten schon 2 Fehler. Oh. 6 Sekunden. 6 Sekunden waren noch auf der Uhr. Heilige ja. Scheiße. Heilige Scheiße. Und spatzscharf mitgefiebert oder so. Oh. Aber damit sind wir nicht durch die kompletten Section 3 durchgekommen. Jetzt machen wir noch Section 4. A small wrinkle. Something is different about this bomb and it demands attention. Oh oh. 5 Minuten, 6 Module, 1 Strike. Easy. Wie gefiebert, easy, jawohl. Ah, ja, ja, ja. Schwarze Schaf kann das auch Der macht das im Schlaf. Wahrscheinlich. Er lacht uns gerade aus. Fabian, weißer Button detonate. Chris, normale Kabel.
Wie viele? 6 Stück. Gelb ist dabei. 3. Sie dürfen, wenn Sie wollen, drücken und sofort wieder loslassen. Hast du ein rotes Kabel? Obwohl, nein, nein. Nicht drücken. Ist schon passiert. War hat richtig. Funktioniert? Ja. Okay. Fabian, Symbole. Du hast kein rotes Kabel? Nein. Dann das letzte Kabel. Okay. Symbole, ein Kronleuchter, normales C, Teufels 3 und Harry Potter P. Okay, Teufels 3. Kronleuchter. Entschuldigung. Ja, Kronleuchter. Harry Weiter? Potter P. Okay. C. Achso, du hast schon. Okay. Complicated 3. Wires. Fabian, normale Kabel, 4 Stück. Okay, was ist das erste Kabel? Blau, Rot, Weiß, Stern. Also alles wahrscheinlich. Rot, Blau, Stern. Und hast Lampe. Okay. Hast du mehr als ein rotes Kabel? Nein. Okay. Ist dein letztes Kabel gelb? Nein. Okay. Hast du, wie viele blaue Kabel hast du? Keins. Wie viele Batterien hast du? 2. 4. Schneiden. Okay. Nächstes ist weiß, Lampe, Stern. Dein Dings war falsch. Von dem jetzt. Rot, Blau, weiß, Lampe, Stern war falsch. Das habe ich durchgeschnitten. Das aber weiß, Stern, LED. Achso, die Lampe ist, die Bombe ist eh schon durch. Ja, Bombe ist schon durch. Wir hatten keinen Fehler. Wir hatten noch einen Strike. Ja, ein Strike heißt, da geht die hoch. Ah, blöd. Also nochmal. Also Complicated Wires immer gescheitert. Auch gar nicht so leicht. Okay, weißer Button Press. Chris, blauer Button Press. Ihr dürft jederzeit losfeuern. Hast du einen Indicator, der Car labelt? Nee, ne? Nein, ich hätte einen NSA und einen Indy. Was habe ich? Blau und Press, oder? Ja. Dann darfst du halten. Genau, gedrückt halten. Rot. Rot. Überall, wo eine 1 im Countdown-Timer vorkommt. Okay. Hast du mehr als 2 Batterien? Mehr als... Nein. Fabian, Symbole. Yes. Oder sind die fast drücken gleich? Drücken und halten. Gelb. 5. Okay. Symbole und Chris, Complicated Wires. Yay. Begeisterung. Ja, Stern, nicht ausgemalt, Lambda, X... XK, also so ein X, wo ein I mit drin ist, XI und ein Copyright. Aha. First Cable. Kann ich dir, wenn du willst, gleich lösen. Rot, Blau, Stern, Chris. Okay. Kannst du? Ja. Copyright. Ja. Das XI. Ja. Das Lambda. Gut. Nochmal, ich hab da nochmal Lambda, XI, Disney und Stern. Disney, was? Also dieses QL oder CL, was auch immer das ist. Dieses Disney. Das Kabel lassen. Okay. Lampe, weiß, Stern. Was war es noch? Lambda, XI, das Disney-fähig und... Stern. Und ein Stern, nicht ausgemalt. Ja. Okay. Hast du mehr als 2 Batterien? Nein, ich habe nicht mehr als 2 Batterien. Hast du 2 Batterien? Ja. Cut. War richtig. Lampe, Blau, Stern.
Disney. Ja. XI. Ja. Lambda. Okay. Das sind nur noch die Wires. Und ja, ja, dieses NIDI-Modul, was ich die ganze Zeit gedrückt halten muss. Dieses Modul? Okay. Also hier läuft die ganze Zeit ein Countdown runter und schneiden. Ich muss einen Hebel drunter machen. Runter machen. War falsch. Okay. Hä? Lampe, Blau, Stern. Ja. Lampe, Blau, Stern. Ach ja, es wäre P gewesen. Hättest du einen Parallelport gehabt. Also du hattest offenbar keinen Parallelport. Ich hatte offenbar keinen. Hoppla. Okay, wir machen nochmal. Doppelt halt besser, dreimal bringt Glück. Ja. Blauer Button detonate, Chris, 6 Kabel. Keine complicated dieses Mal. Gott sei Dank. Hast du mehr als eine Batterie? Sorry. Ja. Hast du ein gelbes Kabel? Nein. Ist die letzte Nummer deiner Seriennummer gerade? Ja. Drittes Kabel. War falsch. Hä? Chris! Du hattest kein gelbes Kabel und die letzte Nummer deiner Seriennummer war gerade. Ja. Bei wie vielen Kabeln? 6. Ist Ott gerade? Nein. Ott ist ungerade. Ah, ich habe einen Fehler gefunden. Mann, es hatten ja schon keine Complicated Wires. Und der Button war auch total easy. Complicated Wires, Chris. Ich fange dann mal an. Lampe, Blau, Stern. Fabian, Button, Blau, Press. Lampe, okay. Blau, Stern. Da habe ich ein Déjà-vu, du. Das ist der? Ich habe keine Ports. Also nehme ich mal an, nein. Du hast kein Parallelport? Nein. Dann lass es mal so. Okay. Lampe, Rotstern. Du hattest, da kannst du nochmal deinen Blau Press. Gedrückt halten. Gedrückt halten? Ja. Gelb. 5. Okay. Dann darfst du gleich Symbole machen. Okay, bereit? Wie viele Batterien hast du? 4. Ja, schneiden. Gut. Weißstern. Fabian, Marciana, AT, Harry Potter Narbe und Schlaganfallhaar. Schneiden. Augenblick. Wenn das nicht stimmt, gehe ich sterben. Rotstern. Rotstern. Hm. Schneiden. Okay, entschärft. Das Modul. Jetzt haben wir noch normale Kabel, 5 Stück. Okay. Ich glaube, ich habe es. AT. AT. Harry Potter Narbe. Ja. Marciana. Gut. Dann nochmal Symbole. 5 Sterne. Umgedrehtes C. AT, Marciana, O mit Pimmel. 5 Kabel. Ja. Ist das letzte Kabel schwarz? Nein. Genau ein rotes? Ja. Mehr als ein gelbes? Nein. Kein schwarzes? Ein schwarzes. Erste. Das C war das mit dem Punkt, ne? Ja. Dann... Umgedrehtes C mit Punkt. Ja, AT, dann, O mit Pimmel, Marciana. Dann hab ich's. Okay. Du darfst das Pimmel-O drücken. Ja. Gefolgt vom AT. Ja. Gefolgt vom Marciana. Entschärft. 2 Minuten 19. Läuft. Was? Okay. Trotz complicated wires. Möchte ich nochmal so erwähnt haben. Ja, nachdem wir davon aber 4-mal vorher in die Luft geflogen sind. Nee, 3-mal. Einmal war es ja normale Wires. Ja, bist ja nur du in die Luft geflogen. Achso, das geht dann in Ordnung, oder was? Schon, du musst ja Unterhaltung bieten, du. Pay attention. Keep your eye on the price. And also your clock. Surprise. 5 Module, 5 Minuten,
Ein Strike. Surprise, surprise, surprise ist heiß. Jetzt wird's lustig. Complicated war es. Bisher sehe ich Passwort. Okay, und nochmal. Symbole. Fang an. Symbole. CL, also Disney CL. XI. 3 mit Schlaganfall und Lambda. Chris, erste Zeile ist, oder erster Buchstabe ist. Ja. Martha, Kilo, Sierra, Golf, Bravo, Alpha. Zweiter Buchstabe ist Zürich. Warte, ja, Zürich. Kilo, Y, Delta, Sierra, Romeo. Dritter Buchstabe ist November, Martha, Lima, Zürich, Whisky, Echo. Nee. Gib mir, ach, egal. Muss erstmal reichen. Bereit für Symbole? Ja. Schlaganfall ist 3. Ja. War Disney. Tot. X mit I. Wir sind tot. Achso. Hä, was, wie, was, war, was? Ich hab noch nicht mal angefangen. Wegen mir jetzt? Ja. Was? Okay, was ist dann bei dir die Schlaganfalls 3? Die 3, wo nicht zu Ende gemacht wurde. Okay, dann hätte ich das vielleicht nochmal nachfragen. Hey, warte mal, wo wurde denn... Nicht die Teufels 3, sondern so eine 3, wo die quasi... Die DG 3. Ja, genau. DG 8 3. Ich finde diese 3 gerade nicht in den Symbolen. Bin gerade irgendwie dumm. Dritte Spalte, drittes Symbol von unten. Dritte Spalte? Ach, das! Ah, ich habe das immer als so ein R gelesen, weil einer den Strich hinten vergessen hat. Okay. Ja, nee, dann ist okay. Dann Once again. Gut, Symbole. Ja. Yeah. Absatz 6, Harry Potter P, Marciana. Chris, zweite Symbole-Variante. Absatz, ausgemalter Stern, Kronleuchter, Smiley. Konzentration. Förmlich hörbar. Hallo? Okay, Kronleuchter. Ja. Smiley? Ja. Absatz? Ja. Stern. Moment, guess. Dann wir machen gleich das Labyrinth. Ja, ja. Fabian? Ja. Versuch's noch. Ja, es war Absatz, umgedrehtes P, Harry Potter P und Marciana. Ne? Absatz 6, Marciana. Und Harry Potter P. Wo muss ich hin? Erste Zeile, fünfte Spalte, dritte Spalte. Genau. Dann ich bin 3-3 und muss nach letzte Zeile, dritte Spalte. Okay. Hoch. Links, runter, Moment, runter. Links, runter. Runter. Nochmal. Links. Ja. Runter. Ja. Rechts. Runter. Ja. Links. Runter. Ja. Rechts. Rechts. Okay, das haben wir. Went, guess. Oben steht they are. 6. Fragst du nochmal nach oder soll ich das drücken? Nee, du sollst drücken. Okay. 6. Ja. Absatz. Ja. Harry Potter P. Okay. Um they are. Mitte links. Dann. Sure. U. Also UHUH mit Leerzeichen oder? UHHUH. Okay, das habe ich auch. REED. Links unten. Left.
Right. Left. First. Left habe ich. You are auseinandergeschrieben. Rechts unten. Dann. Dann. Sure. U-H-H-U-H. Next. What mit Fragezeichen. Your. Entschärft. Also, oh gut. Noch 1 Minute 47. Locker easy. Also es läuft. Ey, wir spielen das heute noch durch. The Knob. Oh oh. The Knob. Needy Knobs need the most attention. Kann man das tatsächlich durchspielen? Ja. 6 Module, 1 Strike, 5 Minuten. Ich sehe ein Modul, was ich noch nie zuvor gesehen habe. Ansonsten, Chris, wir machen gleich Kabelsequenzen. Und Fabian, wir machen, oben steht Hold On. Also, das Wortspiel wieder, ja? Ja. Okay, okay, Chef. Okay. Rot B. Lassen. Blau C. Lassen. Fabian, Symbole. Disney, umgekehrtes Fragezeichen, Schlaganfall H, Stern, nicht ausgemalt. Rot A. Lassen. Rot A. Schneiden. Rot C. Schneiden. Blau B. Lassen. Blau A. Lassen. Schwarz A. Schneiden. Schwarz A. Schneiden. Okay. Chris, normale Kabel, 3 Stück. Rote Kabel? 1. Letztes Kabel weiß? Nein. Mehr als ein blaues? Nein. Letztes Kabel. Okay. Jetzt muss ich mir kurz helfen. Ich habe jetzt so ein Needy Module. Das ist ein Knopf, da steht oben drauf ab. Und dann habe ich so verschiedene Lämpchen, die unten drunter, die leuchten. Und ich glaube, ich muss irgendwie den Knopf da einstellen. Okay, the knob can be turned to one of 4 different positions. The knob must be in the correct position when the module timer hits 0. The correct position can be determined by the on-off configuration. 9, 8, 7. Ich glaube, wir gehen drauf. Wegen dem Knopf. Ja, bisschen draufgekommen. Hä, welches Modul war denn das jetzt? Nee, das ist auf Seite 20. Das habe ich noch nicht ganz durchverstanden. Ich glaube, ich muss euch irgendwie ein Lämpchen da mitteilen und ihr müsst mir dann sagen, welche Richtung ich den Knopf drücken muss. Okay, heute gibt es im Epic Launcher Just Cause 4 kostenlos. Ich freue mich schon, wenn du es. Das wäre quasi gewesen. Okay, das ist. Du musst diese LEDs als quasi nebeneinander sehen. Also quasi sind ja immer 2 Stück übereinander. Ja. Und die musst in die obere Reihe und die untere Reihe. Und also muss ich euch quasi die obere Reihe LEDs durchsagen und dann die untere Reihe LEDs? Nein, oder? Du musst uns bloß sagen, wo der Nups hin zeigt. Nach oben, rechts, unten, links. Okay. Jetzt hat er in der Position, wo er zum Beispiel nach rechts gezeigt hat, bei dir, glaube ich, oder? Bei mir, nee, ich glaube, ich kann nur den Knopf drehen. Ah, da musst du uns die LEDs sagen und wir müssen dir sagen, wo du den Knopf hindrehen musst. Okay. Macht mehr Sinn. Jo. Okay, machen wir Retry. Retry. Okay, Chris, 6 Kabel, Fabian, Symbole. Just Cause 4 ist übrigens mega cool. Hast du ein gelbes? 2. Hast du ein rotes? Ich hab kein rotes. Okay, Fabian. Knopf, dieser Dings. Needy? Ja, Needy.
3 Lämpchen leuchten bei mir. Also die quasi, obere Reihe. Geh mal die oberen. Die obere durch. Reihe. Aus, an, aus. Aus. Aus, an, aus. Und die untere ist dann an, aus, an. Nee, die ist aus, an, aus. Okay, dann nach links. Ja. Okay. Symbole. Lambda. Ah, wir haben es überlebt. Lambda. Schlaganfall H, Marciana AT. Chris, du kriegst eigene Symbole. Disney. W mit dem Komma. Lambda Stern. Stern ausgefüllt oder nicht? Nein. AT. Lambda. Ja. Marciana. Modul wieder. Obere Reihe. An, aus, an. An. Warte. An, aus, an. Ja. Und die untere Reihe ist die... An, aus. An, aus. Hier? Rechts. Okay, das war knapp. W mit Komma? Ja. Walt Disney? Ja. Lambda, Stern. Okay. Fabian, oben steht sie im Display. Chris, Kabelsequenzen. Oben steht sie im Display. Ja. Okay. Okay, schwarz B. Cut. Okay. Rot A. Lassen. Modul. Aus, an, aus. Unten ist an, aus, an. Nochmal. Erste Reihe, aus, an, aus. Ja. Zweite Reihe, an, aus, an. Links. Genau. Okay. Du darfst hingehen unten rechts, wenn du Bock hast. Nothing. U mit 3H. Right. Okay. Warte. Ja, was? Hab ich alles bisher nicht? Weiter? Yes. Hab ich. Okay. Rot A. Weiter. Rot A. Cut. Rot A. Cut. Okay. Wieder Modul. An, aus, an. An, aus, aus. Zweite Reihe. An. Aus, an, aus. Rechts. Okay. Day, Apostroph, RE. Und Blau A. Lassen. Unten links. Okay, wait. U mit 3H. No. Blank. Okay. Yes. Left. Das haben wir erst. Left habe ich erst gehabt. Schwarz okay. B. Lassen. Schwarz B. Cut. Okay, Blau C. Cut. Oben steht Display im Display. Ah ja, unten rechts. Right. Yes. Nothing. Ready. Press. Okay, Hammer. 18 Sekunden noch. Dieses Modul ist echt scheiße. Möchte ich mal anmerken. Stresst nämlich ganz schnell rum. Und dann hast du 40 Sekunden. Und wenn du es da nicht richtig eingestellt hast, dann gehst du drauf. Es ist halt, dadurch, dass er noch einen eigenen Timer hat, stresst das halt mega. Ja, und vor allen Dingen, da steht doch dann ab, steht an einer Position. Es dreht sich. Du musst es immer aussehen von diesem, also ihr sagt mir immer links und oder rechts und so weiter. Und ich muss es dann noch anpassen an, wie gerade dieses Ding selbst gedreht ist. So zum Kotzen.
Oh Gott, also hast du quasi einen Außenring und einen Innenring? Ja. Wie bei so einem Mischpult. Genau. Ja. Ich muss gerade überlegen. Okay, sorry. Ich habe quasi unten habe ich die LEDs und dann habe ich oben drüber so einen Ring mit dem Knopf. Aber okay, der dreht sich. Okay. Ich muss sagen, eigentlich geht es. Es ist eigentlich ziemlich straightforward. So vom. Also man muss eigentlich nicht lang überlegen. Okay. Multitasker. Kommt jetzt. Gut, dass wir zu dritt sind. Yeah. An extra arm would really help here. Ich glaube, das wird für mich stressig. 5 Minuten, 6 Module, 1 Strike. Nee. Das wird lustig. Das Screen ist nur Eyes Only und für den Stream. Ach du Scheiße. Ja, es sind verdammt viele Needy-Modules. Hau rein. Fabian, gleich Symbole. Du kriegst Passwort. Scheiße. Fabian? Ja, ja, ja. C, umgekehrt mit Punkt, nicht ausgemalter Stern, umgekehrtes Fragezeichen, Disney. Und Chris? Erster Buchstabe. Golf, Quebec, Victor, Martha, Charlie, Sierra. Zweiter Buchstabe. Y, Romeo, Oma, Alpha, India, Foxtrot. Y, Richard und dann? Warte kurz, ich muss gerade mich um die Module kümmern. Detonate, nein. Also, wenn du kannst, kann ich dir die Symbole sagen. Kann gerade nicht. Okay, melde dich. Soll ich dir nochmal die zweite Buchstaben geben? Ja. Okay. Foxtrot. Y. Romeo. Oscar. Alpha. India. Okay. Reicht dir das erstmal? Gib mal noch die dritte. Okay, Whisky. Sofort, ich muss hier Dinge drücken. Whisky, Hector, Papa, Uniform, Victor, Quebec. Okay. Okay, ich tue mal, ich kann. Ja, du. Ja, okay, also C, Disney, Stern. Disney, Stern, okay. Du machst gleich mit mir Labyrinth. Okay. Warte. Ich muss kurz die Seite. Okay, ich hab die Seite. Okay. Grüne Dinger sind erste Spalte, fünfte Zeile. Mhm. Und zweite Zeile, dritte Spalte. Wort ist Kurt. Also C-U-U-L-D. Gut. Okay. Also könnte. Ja, hab ich verstanden. Dann kannst du dir Labyrinth wieder mit angucken. Ja, wo? Erste Spalte, irgendeine Zeile. Genau, fünfte Zeile. Okay. Hab ich. Und dritte Spalte, zweite Zeile. Ja, wo? Unser Ziel ist letzte Zeile, vierte Spalte und ich bin erste Zeile, vierte Spalte. Rechts. Warte, oh. ich muss hier erst was drücken. Ansonsten fliegen wir in die Luft. Okay. Jetzt nochmal. Rechts. Runter, ja. Runter, links, runter, links, runter, runter, rechts. Achso, ich muss auf Submit drücken beim Passwort. Ich habe mich gerade gefragt, ich habe doch kein Modul mehr übrig. Alter, ich hatte zwei Hebel, die ich die ganze Zeit runterdrücken musste, damit wir nicht explodieren. Und dann hat die ganze noch so ein Display, wo dran gerade die ganze Zeit stand, Vent Gas oder Detonate. Aber das war die komplette Section 4.
Okay. Es gibt insgesamt 7 Sektionen. Ich glaube, wir werden es heute Abend nicht mehr durchschaffen. Wollen wir ein paar Runden Uno spielen? Ich würde sagen, es ist, stimmt, das ist ein guter Zeitpunkt, um hier Dings aufzuhören, weil wir würden jetzt eine neue Sektion beginnen. Ja. Okay, das heißt, wir machen das nächste Mal weiter. Ja. Alter. Dann, wenn wir alles verlernt haben. Stimmt, das ist eigentlich unklug. Das Alter. Ist halt das Schlimme. Auf der einen Seite, bei welcher Sektion sind wir von 7? Wir beginnen jetzt mit 5. Was? Wir beginnen jetzt mit der 5. Sektion quasi. Würden jetzt beginnen. Ach so, ja, gut. Und, ja. Also das war jetzt Sektion 4, die hieß Needy. Davor hatten wir Sektion 3, Moderate, The Basics und Introduction. Die haben wir alle abgeschlossen. Danach kommt es nur noch Challenging, Extreme und Exotic. Aber ich glaube, ich musste noch nie in diese Anhänge reinschauen. Okay. Interessant. Gut, das Spiel kannst du modden. Ich weiß zwar nicht wie, aber man kann's. Oh, ihr seht meinen Desktop. Warum seht ihr meinen Desktop? Kannst du so eine richtig, richtig, richtig schlimme Version machen. Wahrscheinlich. So. Zum Beispiel so 8 Morsecodes, 5 Minuten Zeit. Das wäre übel. Da musst du halt schon wirklich morsen können. Ja, da musst du das Morse-Alphabet auswendig können, sodass aber du sowas von gesagt, du einfach sagst A. Weißt, was wir morgen tun werden. Nee, ich mache morgen andere Pläne, sorry. Was wird man machen? Uno. Okay, Uno, bin ich bei. Ich mache morgen Corona-Test. Was? Ey. Ernsthaft? Ja. Goodbye. Boah, das Spiel war jetzt wenig förderlich für meine Gesundheit. Das würde ich so unterschreiben, ja. Ich kann nicht mehr. Alter. Jetzt stell dir das vor, im VR zu spielen. Ich freue mich da schon drauf. Scheiße. Wenn wir es normal durch sind, spielen wir es in VR. Also ich muss echt sagen, ich bin froh, dass ich manches einfach schon, weil ich schon mal Experte war, gewusst habe. Zum Beispiel auch bei diesen Needy-Modules, was ich da tun muss. Aber es hilft ungemein, aber auch es hilft viel, wenn man wenn man weiß, was wie es auf der Bombe aussieht. Ja. Trotzdem, das war jetzt interessant. Oh. Ja. Aber war eigentlich ganz gut. Also wir sind gar nicht so oft in die Luft gegangen, ne? Nee. So die KD, also, war gut. Ich würde mal sagen, derjenige, wo es am meisten verursacht hat, war Chris. Die Complicated Virus waren's. Ja, meistens. Ich sage jetzt nichts, ich hab's bei den Symbolen mal verkackt, also insofern. Ja gut, aber bei den Symbolen kannst du es theoretisch meiner Meinung nach mal verkacken. Machen wir noch kurz Musik hier im Hintergrund wieder an. Aber davon musst du sagen, war ich echt gut bei den Maze und bei den Kabeln. Ja, also bei den Maze bist du auf jeden Fall der King. Also du hast das Ding gelöst, da bin ich noch am Überlegen, welches Labyrinth das ist. Ich muss gerade mal ganz blöd nachfragen. Hört ihr eigentlich, Schwatzschaf, hört ihr eigentlich Musik? Weil bei mir zappelt da das Meter nicht. Aber das sagt mir jetzt nicht, dass die ganze Zeit. Ich hab Chat offen. Ich hab ein bisschen die Sorge, dass da jetzt die ganze Zeit nicht die Hintergrundmusik lief. Von Keep Talking. Nee, da zappelt nix. Oder gibt's eine Musik? Ja. Gut zu wissen. Da gibt's auch noch Musik. Ja, da läuft die ganze Zeit, da läuft die ganze Zeit so die spannende Musik. Und da war der Wecker und alles drum und dran. Das habt anscheinend jetzt der komplette Stream nicht mitbekommen, weil ich den Ingame-Ton nicht übertrage. Frag mich zwar, warum ich den Ingame-Ton nicht übertrage. Aber
Ja, ja, jetzt kommt da auch was. Ich habe kurz in deinen Stream reingehört und er ist tot. Also lustigerweise, das liegt dabei erst an OBS. Da stand Standard-Wiedergabegerät auswählen, war aktiviert und hat einfach nicht aufgenommen. Böses OBS. Aus Böse. Ach, jetzt schreibt Schwarzschaf auch nein. Das hättest gut, du... Aber weißt du, ohne Musik hast du auch viel mehr diese Spannung, weißt du, diese Anspannung, wenn es einfach so komplett still ist. Ich würde eher sagen... Ist noch viel mehr Psycho. Ja, glaub's mir, ja. Okay. Vor allem, da kommt jetzt die ganze Zeit, da kam auch die ganze Zeit dieser, so ein Alarm-Ding, so Das ist einfach absoluter Nervenfuck, ohne Witz. Ja. Und deswegen ärgere ich mich jetzt, dass das nicht mit übertragen wurde. Brottle hat Niveau, er nutzt OBS und kein Streamlabs OBS. Ja. Mehr macht Lobby auf. Achso, muss ich wahrscheinlich machen. Auch rein. Können wir das Winterthema machen? Da läuft Mucke, schön, die du nicht übertragen darfst. Was extrem keine. Schade ist, weil da guckt ja auch die ganze Zeit so ein Schneemann in die Karten. Wir könnten Rabbits Thema machen. Ja! Na, das doch. Team 0 dazwischenlegen, erzwungenes Spiel und ziehen. Passt. Lobby betreten. Einladen und einladen. Sorry, Schwarzschaf, ich bin aus Versehen auf den falschen Knopf gekommen. Ich bitte um Entschuldigung. Timeout? Was? Oder was? Nee, Bann. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich habe instant wieder entbannt. Ich bin aus Versehen draufgekommen. Ich wollte eigentlich bloß die Nachricht markieren. Oh je. Tut mir wahnsinnig leid. Hat mich schon gefunderte. Gibt Hunderte zum Funderte. So, wir warten auf Chris. Da steht zurück. Oh Gott. Ach du Scheiße. OBS-Bug. Uno-Bug. Ja, aber immer irgendwie bei Chris. Wollte ich jetzt nur mal anmerken. Ja, ich glaube, er hat noch drin bei das Windows selbst oder Anwendungen haben exklusive Priorität oder sowas da. Wie das wie Scheiße heißt bei Windows. Das habe ich nie. Muss man das deaktivieren oder ist das per Default deaktiviert? Das musst du deaktivieren. Das habe ich nie deaktiviert. Okay, dann wissen wir nicht warum. Ey, Chris, sag nochmal was. Jetzt gerade lieber nicht, weil ich es noch nicht gerichtet. Ah. Jetzt muss er es richten, jetzt geht's los und jetzt darf er wahrscheinlich da an. Alter! Ich sehe jetzt mal wieder alles an. Oh, Chris spielt mit Bot. Was? Also ich habe Uno noch nie im Team gespielt. Was? Fuck. Ja, das Team muss jetzt quasi gewinnen. Nee, ja, schon. Ich habe doch noch nie im Team gespielt. So, ja. Ah! Das allerliebst. Das war knapp. Du bist immer noch saulaut. Ja. Immer noch. Er leckt ja. mich am Arsch. Es knallt. Knallt? Ist es jetzt besser? Ja. Dann knallt es jetzt nicht mehr. Dran. So ein Mist. Welche Tippfehler manchmal passieren, ja, ich weiß, das ist. Wer mit mir WhatsAppt, der weiß das. Du bist der Tippfehlerkönig. Ja, eventuell. Oh nee. Okay. Ja, damit die Gegner nicht unsere Karten kennen. Mit. Ich will nicht. Nimm halt meine Karten wieder. Nein. Ja, dann tausch wieder zurück. Ist nur fair. Könnte ich das auch einfach aussitzen? Nein. Nein. Ich schätze mal, war ist das Bot, ne? Ja. Rot. Oder gelb. Gelb so. Thank you.
Chris hat bis jetzt noch nicht gemerkt, dass er mit dem Bot spielt. Doch, ihr habt es schon zweimal gesagt. Du Nudel, du. Oh, das ist gut. Hätte das was anderes gelegt. Ja, aber ich wollte dich nicht in Gefahr bringen, weißt du? Ja, dann hätte doch einfach die eine Richtungswechselkarte. Das hätte ich jetzt auch. Achso. Wieso darf ich jetzt wieder anfechten? Weil ich plus 4 gelegt habe? Weil du die Regel anhast? Ah, Opfer. Eigentlich habe ich es wieder mal ausgehabt, aber irgendwie, ich glaube, sobald ein Bot drin ist, wird die aktiviert. Ich glaube, einfach bei dir will das Spiel diese Regel immer anhaben. Nee, Spaß, der Spaß. Das war zu spät. Das war leider zu spät. Look, da lieber. That's what she said. Was? Jetzt hoffe, dass du nicht ziehen musst. Ach du heilige Scheiße. Das ist schlecht. Fick doch hier. Ach ja. Ist der Stream eigentlich inzwischen ab 18? Darf man jetzt hier fluchen? Gerne. Botze. Ist eigentlich, gewinnt das Team, wenn einer von uns beiden gewinnt? Oder müssen wir... Okay. Dieser Bunny einfach. Dieser Rabbit. Bunny. So. Leg! Mich verwirrt dieser Spielmodi gerade. Easy! Nein! Okay, was war das jetzt gerade? 3-Sekunden-Regel. Du hast nur 3 Sekunden, bis du was tun musst. Ja, ja, aber der Rabbit macht nichts. Also der ist einfach nur Deko. Ja doch, der erinnert dich an die 3 Sekunden. Ja, aber ich hatte jetzt irgendwie so gedacht, der zieht jetzt einfach irgendeine Karte aus dem Stapel oder so. Also ich, dass man da rechne mit dem Schlimmsten. Also, warum spiele ich eigentlich mit dem Bot? Weil Sebastian Teammodus angemacht hat. Warum? Und warum du dann einfach so gekommen hast, weiß ich nicht. Du Antimate. Clubmate. Club wird gerade schwierig aktuell. Das stimmt. Clubmate ist so. Müssen wir so machen. Uts, 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 uts. Pass auf, nicht, dass die Polizei bei dir vor der Tür steht. Das ist eine geile Party. Ja, wir sind doch hier schon zu dritt. Aber wir haben das Problem ist, dass wir ein paar hundert Kilometer auseinander liegen. Schon klar. Aber wenn wir jetzt sagen würden, ja, wir spielen gerade UNO zusammen. Posten wir auf Facebook. Hä, warum kann ich nicht einfach draufpacken? Ja, genau. Kannst du. Rot, 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 rot. Wo wir beim Thema Antimate sind, ne? Oh nein. Was? Was? Ich hab angefochten. Hä? Und warum hast du jetzt 4 ziehen müssen? Ich hab angefochten, deine. Jetzt habe ich bloß die von meinem Team Antimate nehmen müssen. Ich bin gerade verwirrt, dass ich was anderes legen konnte. Das habe ich übersehen. Ach ja.
Also die vier Karten bin ich jetzt los. Pack's wieder. Oh ja. Hey. Was? Fuck, hattest du blau? Du siehst es doch, was ich hab. Hattest du blau? Gerade eben. Ja. Ich glaube ja. Wow. Ich hätte gerade beinahe was Dummes gelegt. Ich hätte auch noch eine, darf ich? Nö. Yes! Ich will einen anderen Teammate. Das war schon irgendwie lustig. Lustig einfach. Muss ich mal Schwarzschaf fragen, ist das Logo bei mir oben noch teilweise animiert? Also blinkt das ab und zu mal? Muss mal Schwarzschaf dazu animieren, mal öfters mal auf das Logo zu gucken. Stimmt, ich muss mir eigentlich mal noch dein Overlay anschauen. Relativ simpel gehalten. Ich muss es aber mal manuell auslösen und hoffen, dass es macht. Jawohl! Bis manuell passiert noch was. Hui. Was? Hab's nicht verstanden. Aber schau mal bei mir einmal aufs Logo drauf und guck mal, was passiert. Oh, gefährlich. Weiß nicht, ob's ausgelöst hat. Doch, da war's. Oh, das war dumm. Sorry. Sorry. Kriegst du wieder. Wow. Oh, du Idiot. Red nicht immer mit dir selber. Du Idiot. Du Riesenidiot. Die Karten schön. Haben was, ne? Mir fällt gerade auf, dass der Hintergrund bei Rapids eigentlich perfekt zur aktuellen Lage passt. Sowohl links oben als auch rechts oben fliegt eine Rolle Klopapier. Alter, ich hab gedrückt! Wann halt? Alter, was hast du denn für Scheißkarten? Potzell. Deine sind aber auch nicht so gut. Oh, damit bin ich zufrieden. Alter, was hab ich denn für Scheißkarten? Aber er sammelt auch ganz fleißig. Ja. Das ist schlecht. Ich sieh's blöd. Passt schon, Sibi. Danke dir. Konntest du ja nicht verhindern. Muss ja legen. Hättest noch mehr ziehen können. Ich würde sagen, läuft bei uns. Ja, läuft so richtig. Definitiv. Ach komm schon. Sivi hat alle Karten.
Komm, jetzt reicht's aber mal. Nein! Sammeln wir aber auch gerade. Echt an! Ich wusste es. Ich werde noch mehr sammeln. Dann behalten wir die Karten einfach nicht. Danke, Merkel. Thanks, Obama. Habt ihr eigentlich die Pressekonferenz von der Merkel gesehen? Hab ich voll krass verfolgt. War krass, ne? Mega. Was war? Voll heftig. Die Bildredakteure immer so dumm. Ich muss sagen, ich find's immer geil, wenn die Bildredakteure eine Frage stellen und sie dann auch extra noch sagen, dass sie von der Bild sind, was kein anderer Journalist macht, zu sagen, wovon sie sind. Und du siehst bei der Frau Merkel sofort, wie das Gesicht noch so ein bisschen trostloser wird. Und das ist so, the fuck? What? Okay. Toll. Das ist okay, vergiss es. Ich will jetzt gern nochmal leben. Du hast aber lange überlegt. Ich hab... Toll! Nee, warte, ich hab da so viel Zeit investiert. Ach nee! Warte mal, kann ich nicht? So. Ich vergesse immer, dass er dann auch noch challengen kann. Manchmal verliebe ich mich schon echt geil. Moment, ja, aber nur du. Einfach die beste Hand hat, ne? Du bist dran. Ich kann nicht legen, ich hab gelegt. Also ich hab drauf gedrückt, okay. Aber ich konnte nicht legen. Was noch? Oh Gott. Bitte, Sibi. Scheiße. Ach du Niete. Ich mach gleich mit. Was macht ihr da? Mobbing. Ja, aber wirklich. Also, oh nö, jetzt habe ich hier so gestapelte Hand. Mann, so heilige Scheiße. Och Mann. Oh ja, bleib mal bei Grün. Finde ich gut. Oh nö. Ja. Ich habe jetzt so eine flippende Hand, weißt du? Das ist... Oh. Okay. Gut. Viel Spaß mit der blöden Hand. Ach du Nullnummer, du. Komm, geh einfach sterben, du Eifel. Oh, toll. Kennst du das Wort Karma? Nachdem ihr uns gerade die ganze Zeit gemobbt habt. Ernsthaft? Und dann müssen wir was von Karma erzählen? Nö. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Speedrun.
Okay. Diese chillige Musik jetzt. Auf einmal, genau. War es auch mein Gedanke. Auf den da gerade die ganze Zeit. Voll der Stress jetzt und dann sowas, weißt du? Bin ich gut, ich habe nur noch 3 Karten. Oh ja, ja. Kriegst du es einfach nach Hause. Ich auch. Ich würde auch sagen, das ist die letzte Runde für heute. Das ist nicht euer Ernst. War so klar. Weißt du, das hätte jetzt auch ein taktisches Mittel sein können. Ja. Was? What? Fertig. Das war es aber auch nicht. Das war, wurde aber Uno gesagt, nachdem die Karte gelegt war. Schauen wir uns hier mal an. Einfach nur sicherheitshalber. Weil ich weiß, was der für eine Karte hat. Ich wollte es gerade legen, tatsächlich auch, ja. Ach, ich lebe sie trotzdem. Echt an. Yes, very good. Leg die 7. Achso. Hast nochmal die Chance bekommen. Glück gehabt. Ja, das finde ich schon. So, ich tausche das mit Chris. Nein. Ja. Da ist blöd gelaufen. Mich dünkt, es geht nicht gut aus. Adonite. Komm schon. Ich hab ja ein leichtes Déjà-vu. Natürlich! Was ist denn die? Ah. Nice. Schwarze, schwarz. Oh. Okay. Red.
Ja gut, danach steht es dann bei den Uno-Partien 2-1. Heißt an der Stelle, hör mal auf. Oder willst du noch das allentscheidende Match noch spielen? Okay. Allentscheidend? Ja. 2-1, hä? Okay. Ja, also, das ist quasi jetzt Golden Goal mäßig, also all or nothing, diese Runde. Okay. Doppelt oder alles. Ja, okay. Doppelt oder alles. Herzlich mal graf. Es ist spät, lass ihn. Oh. Orange. Danke für den Sub. Auch wenn irgendwie das Bild quasi weg ist. Follow. Sub, ja genau, follow. Ich wollte gerade sagen, man kann jetzt bei dir subben. Hab ich verpasst. Moment, ich muss. Sorry, so, jetzt sieht man auch wieder was. Und hast du dein Follow herausgefunden? Schwarzes Schaf. Schwarz Schaf. Sicher? Ich glaube schon. Viel mehr gucken auch nicht zu. Und ich bin schon Follower. Okay, ich schaue sofort nach, nachdem ich hier die nächste Karte gelegt habe. Warte. Das würde ich schon gerne wissen jetzt. Ja, das war echt dumm. Ja. Na gut, wir haben da zum Glück. Ich muss noch lernen, bei dir auch zu gucken. Parallel. Wenn ich mir Farben wünsche. Quatschaf hat nämlich schon gefollowt. Ich habe doch gewusst, dass da war noch was. Gabriel PR 1612 hat mir gefollowt. Vielen Dank. Ja, auch für den Zuschauer. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Er ist nur neidisch, weil er heute mal nicht streamt. Also, und sorry auch, dass man den Dings nicht gesehen hat. Ganz gut. Das muss ich nochmal nachgucken. Irgendwie heute ist der Wurm drin. Nachdem ich vorhin auch schon keine Musik auf einmal mehr hatte. Na nee, gut, aber du testest ja auch mit neuem. Ja, genau. Es hat eine neue OBS-Szene und irgendwie da scheint da was nicht übernommen zu haben. Ist so genial, wie der jetzt einfach diese entspannte Musik auf einmal kommt. Diese Hawaii-Musik oder was das sein ja. Oder immer. Ah. Nee. Ach du Niete. Finde ich gut. So, und das war das allentscheidende Match. Alles, ja? Ja. Doppelt oder alles? Dann war's das. Ich jetzt eine Errungenschaft bekommen habe, my house. Okay. My house. In the middle of the street. Ihr seid raus, ja? Ja, wir sind raus. Alright. Quitte. So. Ich komme dann immer raus. Möchte ich trotzdem noch ganz kurz wissen, warum das so komisch aussieht. Was Problem, Moment, das Problem ist halt quasi, dass, ich mach mal hier mal den Studio-Modus an, jawohl, weil wenn ich, ansonsten, wenn ich wegdrücke, ist halt alles weg, es ist halt nur noch schwarz. Ballet, Twitch, Follow und müsste mir noch einer nur mal kurz followen, weil ansonsten sehe ich den ganzen Quatsch.
Soll ich dir mal kurz entfollowen und wieder followen? Weiß nicht, ob das zählt. Hab ich schon gemacht. Ach, hast du schon gemacht. Zählt das nicht? Nope. Okay. Es scheint nicht zu zählen. Ja, gut. Dann müssen wir halt was anderes machen. Und zwar offscreen. Denn mach halt einfach die Wiederholung. Ja, da muss ich mich jetzt aber bei Tippi an. Peace. Und nein, man kann mir nichts donaten. Aber wirklich nicht. Wurde das gefragt gerade eben? Nein, ich sag's nur nochmal. Einfach bloß klarstellen. Falls jemand das Bedürfnis hatte, ihm was zu geben. Oder das Bar vorbeibringen. Lasst es. Es funktioniert ja eh nicht. Okay. Aber du hast nur noch dieses App-Symbol oben. Also für mich sieht das ein bisschen aus wie ein App-Symbol, deswegen nenne ich das jetzt mal so. Achso, du meinst dieses... Ja, das ist tatsächlich der Fall. Und ich habe halt noch so eine schöne Bauchbinde, die ich jetzt nochmal einblenden kann. Hm. Ich glaube, ich habe die schon gesehen. Ja, genau. Die finde ich sehr cool. Muss ich doch sagen. Dankeschön dafür. Nee, irgendwie, jetzt haben wir irgendwas kaputt gemacht oder es gibt gar keinen Follow mehr. Immer noch schön, dass ich mich durch Anwesenheit qualifiziert habe. Ich war nicht mal wirklich anwesend, weißt du? Ich wurde angeschrieben, ob ich spontan Bock habe auf Monopoly oder Uno und plötzlich habe ich Bomben entschärft. Oh, yeah. Okay, haben wir gut gemacht. Ja, echt gut gemacht. Ich glaube, das hat jeden verwirrt, dass es so gut geklappt hat. Okay, Moment. Simulate a Follower. Okay, es ist bei mir in meiner Box ist da jetzt was drin, aber hier ist nichts passiert. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Green Füchsen. Also irgendwas stimmt da nicht. Gut, dann trotzdem vielen Dank für den Follow. Nicht für den Sub, sondern für den Follow. Vielen Dank fürs Zusehen und jetzt erlaube ich den beiden Kontrahenten hier mal einfach mal Kontrahenten, genau. Den Kontrahenten. Meinen beiden Mitstreitern einen erholsamen Schlaf bzw. eine erholsame Genesung von C-Punkt, falls es C-Punkt ist, weil wir wissen es ja noch nicht. Durchaus, ich bin Christian. Und der Herr der schlechten Witze ist auch noch mit dabei. So. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.